Ich finde schön, was für eine klassische Dynamitstange das ist. Das ist aber ein hübscher Wecker. Wieso wirft man sowas weg? Vielleicht das nächste für euch. Ein Zitat jagt das andere. Oh, Timer einstellen. Eine Minute ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ne? Wir machen mal 30. Wo steht jetzt den Timer? Oh. Oh. Der Timer tickt bereits. Wie lege ich das Ding dann ab? Oh nein. Hätte ich doch mal eine Minute genommen. Ich weiß, dass der Timer tickt. Wie lege ich das weg? Mein Leben endet im Ödland. Moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zum nächsten Stream von Outcast. Was Schritt richten hier. Schön, dass ein paar von euch schon direkt dabei sind. Kuckuck, moin, grüß dich. Ja, hab eine kurze Verzögerung. Ich musste vorher noch was machen. Ja, und dann starten wir mal direkt rein, würde ich sagen. Play war's. Jetzt haben wir es schon wieder, ne? Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich muss mir unbedingt merken, was das letzte Safe-Game war. Aber das muss ja eigentlich richtig sein. Es ist beides das Gleiche. Und eigentlich speichere ich sowieso nur auf dem oberen die ganze Zeit. Ja, ich muss noch ein bisschen Wäsche aufhängen. Und okay, das fängt ja schon gut an. Ich kann mich hier nicht bewegen im Spiel. Er reagiert mal so überhaupt nicht. Doch, er springt. Jetzt. Okay, ist ein bisschen älter, der gute Mann. Der braucht erstmal ein bisschen, bis er hier wieder reagiert. Okay. Gut. Ach stimmt, wir waren hier in der Hafenstadt.
Ein kleines Hafendörfchen. Ich muss erstmal echt wieder reinkommen in die Grafik. Jo. Genau, und dem wollten wir die Leuchtturmlinse geben. Dann machen wir das doch mal, würde ich sagen. Echt Ressourcen, Leuchtturmlampe benötigt. Ach, ich glaube, wir müssen die selbst dort oben hinbringen. Ich glaube, so ist das. Ich finde es immer wieder lustig, diese Hochzieh- oder diese Hänganimation, das immer erstmal für so eine Millisekunde da so dran klebt. Aber naja. Es ist halt ein bisschen älter, das Spiel. Und ich auch. Da kann sowas schon mal passieren. Ja, da lade ich doch nochmal. Die Ladezeiten gehen ja schnell. Dann breche ich mir hier wenigstens nicht die Achsen. Gut, dass wir es überhaupt überlebt haben. Ich sehe nämlich gerade, wir haben auch gar nicht so viel Leben hier. Warum auch immer er sich jetzt an der letzten Kante nicht hochziehen wollte. Wahrscheinlich, weil ich mich eben darüber lustig gemacht habe. Da hat er sich gedacht, ja, Freundchen. Wenn das so lustig aussieht, dann mache ich es halt nicht mehr. Was hast du jetzt davon? Aber jetzt aber, ne? Es geht ja gut los hier. Okay, nochmal. Jetzt speichere ich auch da oben. Das ist am Anfang im Individuum doch aus Robocop, oder? Ist das die Uncut-Version? Ich kann mich da wiedermals kaum noch dran erinnern. Ja, genau, das ist die Uncut-Version. Richtig. Die gute Version, wie sich das gehört, ja. Das ist ja das Schöne heutzutage, man bekommt ja mittlerweile die Uncut-Version relativ einfach. Manche Filme kannst du ja geschnitten nicht angucken. Robocop, genauso wie Total Recall, das richtige Total Recall natürlich hier vom Arnie, mit dem Arnie. Beide von Paul Verhoeven, ne? Ich glaube, Total Recall und Robocop meine ich auch, oder? Ich bin jetzt bei Robocop, ich bin gerade nicht sicher. Aber ich glaube, dass da war ja auch federführend. Ja, Spiel, hallo? What the fuck? Also heute ist es sehr bockig, das Spiel, muss ich leider sagen. Guckt euch das mal an. Holy shit. Das wäre mir jetzt nicht so geil. Hat es sich jetzt beruhigt? Ja, okay. Warum kann ich da nicht hoch? Wir waren doch schon mal da oben. Ich habe das Gefühl, das Spiel will uns nicht da haben. Das ist äußerst eigenartig. Wir waren definitiv schon mal da oben. Jetzt mal so ein bisschen schräg. Okay. Gut, dass ich gespeichert habe. Hier oben. Ja, manchmal sehr schlimm, was die Schere da so wegnimmt. Ja, auf jeden Fall. Ich muss kurz überlegen. Bei Stirb langsam 2, da haben sie tatsächlich eine Szene rausgeschnitten, wo diese angebliche Spezialeinheit, ne, wo man ja danach herausfindet, dass die auch eben böse sind. Da ist doch einer von so einem Neuer dabei, der das halt noch nicht weiß. Und der sagt doch dann irgendwie irgendwas so zu denen. Und die machen ihn ja noch, ich weiß gar nicht, im Flugzeug, im Einsatzwagen, irgendwo machen die ihn ja dann noch kalt. Und das haben sie im Fernsehen mal so komplett weggeschnitten. Und ich denke, das ist eigentlich die Szene, wo man als Zuschauer dann merkt, oh, das sind wohl keine netten Leute. Oder die haben auch Dreck am Stecken und so weiter und so fort. Das haben sie im Fernsehen komplett weggeschnitten. Ich denke, what the fuck? Ah, da gibt es so viele Beispiele. Okay, es funktioniert nicht. Ich spreche jetzt mal mit dem Typen da unten. Vielleicht müssen wir ja doch nicht da hoch. Weiter weg abspringen. Ja. Das werde ich jetzt lieber nochmal probieren. Wenn jetzt... Was ist denn das hier mit diesem kompletten Weiß? Das ist ja echt merkwürdig. Jetzt ist es wieder weg. Geht's mal von weiter weg? Nee. Und meinst du, dass wir dann auf einem höheren Punkt sind? Das ist echt komisch. Nur ganz bestimmt winkeln wird's weiß. Weiß? Nicht weiß. Weiß? Nicht weiß. Und dann hört es immer ganz von alleine auf. Jetzt.
Kann er definitiv schon mal... Nee. Kann halt doch nicht besonders weit springen. So, ich spreche jetzt unten mit dem Typ. Jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Wo war die Treppe? Hier hinten irgendwo, ne? Ja. Das eben sah ja schon genauso aus wie gedacht. Ja, das ist... Es ist komisch. Es ist echt komisch, dass das nicht geht. Ich spreche jetzt mal mit ihm. Was braucht ihr, um sie... Wir brauchen eine neue Helidium-Leuchtturm. Wir haben die doch. Wir haben die doch. Wo ist Helium? Unbekannte Pflanze. Äffling, wo ist denn die jetzt? Nee. Steinschlüssel. Armreif. Bin ich jetzt hier komplett? Komplett lost? Gorgor-Insel. Zord. Da stand es doch auch gerade sogar. Azirath hat eine neue Leuchtturmlampe angefertigt. Wir haben mal Zankarfang eingestellt. Ich vermute, ich kann nichts tun, damit ihr aufhört, Zankar an die Krieger zu liefern, oder? Die Zankar-Lieferungen einstellen? Aber das würde die Krieger schwächen. Ganz genau. Jeder mag dich genug, um es zu versuchen, Ulukai. Aber es fehlt noch etwas. Vielleicht könntest du unsere Leuchtturmlampe reparieren. Ja, das habe ich vor. Oh, ich hoffe jetzt mal, ganz ehrlich Leute, ich hoffe, das ist jetzt kein Bug irgendwie. Dass das Spiel jetzt aus welchem Grund auch immer uns da oben nicht ranlässt. Ich muss es jetzt nochmal probieren. So habe ich mir die Session natürlich nicht vorgestellt. Es ist ja auch nicht wirklich weit, also eigentlich sollte es ja gehen. Ich spreche jetzt nochmal. Lampe, Lampe. So. Jetzt wirkt es vor allem eben, als wäre kurz ein Stück in der Luft gelaufen. Das wollte ich gerade mal ausprobieren, deshalb sah das jetzt sehr dämlich aus. Jetzt, oh, endlich. Und jetzt können wir es auch einsetzen. Meine Güte, okay, er kann sich an dieser Plattform einfach nicht hochziehen. Zack. Das ist eine tolle Leuchtturmlampe. Ich hoffe, die schaltet noch mehr ein. Oh, endlich. Geben uns jetzt hier so runter. Das geht mich, glaube ich, einen Ticken schneller. Halleluja. Ich vermute, ich kann nichts tun, damit ihr aufhört, Zankar an die Krieger zu liefern, oder? Die Zankar-Lieferungen einstellen? Ganz genau. Jeder mag dich genug, um es zu versuchen, Ulukai. Aber es fehlt noch etwas. Vielleicht könntest du unsere Leuchtturmlampe reparieren. Hab ich doch. Oder muss ich sie irgendwie noch einschalten? Höchstwahrscheinlich, ne? Oh, dem gehört der Armreife. Dann machen wir das doch gleich mal. Gehört das dir? Oh, da ist er ja. Ich habe mich schon gefragt, wo ich ihn schon wieder verloren haben könnte. Schon wieder? Ja, jetzt, da ich nicht mehr viel esse, verliere ich ihn andauernd. Er fällt mir einfach vom Arm. Ich glaube... Ich werde ihn von nun an in meiner Tasche bei mir tragen. Ist bestimmt keine schlechte Idee. Ich glaube, ich sollte dich darum bitten, ihn mir zurückzugeben.
Nö. Wie geil das wäre. Ulukai, du willst wahrscheinlich eine Belohnung dafür, oder? Nein, ich habe ihn nicht gefunden, Zele. Das war ein Talaner in Okriana. Er war in seiner Sankar-Lieferung. Oh ja. Ungefähr zu dieser Zeit habe ich ihn verloren. Wie dem auch sei, gib ihm dies zum Dank, wenn du ihn siehst. Das heißt, wenn die Krieger dich nicht vorher umkehren. Du bist so ein erfrischender Spaßvogel, Zele. Findest du? Ich dachte immer, ich sei ein langweiliger Talaner, mit dem niemand reden will. Du? Aber keineswegs. Okay. Leuchtturmlampe. Leuchtturmlampe. Einschalten. Ich habe keine Ahnung. Gab es da noch irgendeine Aktion? Jetzt muss ich da schon wieder hochklettern. Das ist ja furchtbar. Fremdes Material geortet. Ich speichere zur Sicherheit natürlich jetzt gleich nochmal. Oh. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Der Sprung ist dermaßen beschissen. Oh, super. Wir haben auch wieder den weißen Bildschirm und genau da, wo ich hinspringen muss. Jetzt beim kompletten Bereich. Dann warten wir noch einen Moment, bis es wieder beruhigt hat. Jetzt. Oh, meine Güte. Das ist so zum Brechen. Das ist so zum Kotzen. Oh, das sind aber auch Ecken, wo ich mir echt denke, selbst für damalige Verhältnisse, das hätte man doch mal testen müssen. Das muss doch mal Entwicklern aufgefallen sein, dass das echt ein bisschen scheiße programmiert ist. Das Schöne ist ja, wir haben halt keine Ladezeiten, aber überleg mal, wir müssten jetzt hier auch noch jedes Mal irgendwie 30, 60 Sekunden warten, bis das Spiel geladen hat. Wie habe ich es denn eben gemacht? Muss ich wirklich... Muss ich früher oder später abspringen? Ich bin komplett... Zu viel Versuche gemacht. Ich bin komplett lost. Komm, beruhige dich, Spiel. Ja. Irgendwas stimmt da noch nicht mit. Das ist so, glaube ich, nicht richtig. Wir können sie wieder rausnehmen. Müssen wir die vielleicht irgendwie jetzt aufladen? Ich probiere es mal mit dem Ding. Das hat nicht funktioniert. Wie ist man mit der stärkeren Stufe? Nein. Kannst du mal da mit oder ohne Anlauf, weiß ich gar nicht mehr, ja. Hat ja zum Glück geklappt, aber anscheinend, ungern ich das auch sage, müssen wir die nochmal mitnehmen. Ich glaube, die muss irgendeiner erst quasi aufladen oder sowas, damit das funktioniert. Aber so geht's nicht. Oh, da ist ja das Wasser. Also probieren wir das nochmal. Vielleicht der Schamass. Ihr könnt doch bestimmt hier irgendeinen Magiekrempel drauf wirken, damit die leuchtet oder so. Könnte ich mir vorstellen. Das Komische ist halt auch, im Log steht ja auch nichts dazu. Es steht nur Leuchtturmlampe reparieren. Wir haben eine hergestellt.
aus wie ein Hexenstein ohne Magie. Ja, genau. Ah, heile mich. Können wir trotzdem mal machen, wenn wir schon mal hier sind. Es wäre... Können einfach weitergehen. Wir müssen darauf nicht warten. Das fliegt uns ziemlich hinterher. Schönerweise. Nicht wahr? Ja, da kommt's. Bing. Dankeschön. Wo bist du? Große Insel erreichen. Ach so, und wir müssen natürlich auch noch dran denken, unsere Kollegin hier, die auch bei der Expedition dabei war, die wurde ja auf dieser Pyramide festgehalten. Fällt mir gerade ein, weil das eben da als Gesprächsthema war. Also in irgendeiner Pyramide, hat sie ja gesagt. Und die müssen wir natürlich auch noch finden. Ich wollte halt gerne den Kram hier fertig machen. Recht Ressourcenleuchtturmlampe benötigt. Scheiße, hat der Typ beim letzten Mal was zu uns gesagt? Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt, ob meine Idee richtig ist. So, erstmal. Raisin, moin. Erstmal können wir ja nochmal ganz kurz, bevor ich meine Idee prüfe, weil das ein bisschen dauern könnte, nochmal kurz ins Questlog gucken. Ne, da ist nur das Mon, Boot, Sword und Leuchtturmlampe. Okay. Okay, Shamasa war, glaube ich, wo wir zuerst waren. Ja, okay, da steht nichts weiter. So, jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal auf, was meine Idee ist. Ob das funktioniert, I don't know. Aber ich finde, es klingt logisch, was ich hier vorhabe. Wie kommen wir da nochmal runter? Das ist ein Krieger, ne? Auch. Oh, hallo. Oh, ich bin genau reingelaufen. Easy. Oh, hier schießt noch mehr. Da oben? Wo kommt der denn hier? Und der hat aber auch hier den Schnellfeuerstab oder was? Okay. Hallo. Guck mal, ich kann auch schnell schießen. Au. Wo steckt das sich hier? Das war ja ein richtiger Profi. In Deckung gegangen. So, war's das? Ja. Ich gar nicht gedacht, dass hier nochmal Gegner auftauchen. Ich dachte, die hat man schon alles gesäubert. Aber vielleicht respawnen die hier auch. In der Stadt kam es mir schon so vor. Warte mal, ich habe, glaube ich, sogar noch eine bessere Idee. Wie es schneller geht. Passt mal auf jetzt. Schön aufpassen. So. Oh, die Viecher habe ich ja ganz vergessen. Die machen ganz schön Schaden. Erledigt, erledigt. Noch so viel. Oh, jetzt mal schnell um die Ecke. Ihr könnt ja mal mit überlegen, was ich jetzt vorhab. Vielleicht kommt er ja auch drauf. Natürlich jetzt nicht nachgucken. Aber vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wo wir diesen Stein aufladen könnten. Denn wir haben bereits was gesehen, was uns... was passen könnte. Wie gesagt, ich weiß es jetzt selbst nicht genau. Aber es ist in der Anfangsregion. Genau, und da wollte ich jetzt mich auch hin. Perfekt. Jetzt müssen wir über diesen Tempel gelandet sein, ja. Genau. Da, wo du verbrannt wurdest. Du meinst das Feuer hier oben? Nee, das, das hatte ich nicht im Sinn. Oh, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt mal hier irgendwie. Wo ist man jetzt so dicht dran? So? So ist besser. Nee, das Feuer meine ich nicht. Wir müssen jetzt hier runter, um Himmels Willen. Eine Sache. Oh, jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, in welchem. Scheiße, in welchem wir rausgekommen sind. Na egal. Jetzt können wir schnell wieder zurückgehen.
So, wir lassen uns auf jeden Fall mal einen Teleporter hier. Ach ja, hier rum und da hinten war die Treppe. So. Wo ist das? Wo ist das? Irgendwo hier hinten müsste es sein. Können wir da einmal schnell durchschwimmen? Ja, ne? Oh, ich wollte eigentlich reinspringen, na egal. Haut bloß ab hier, kantigen Fische. Na? Ja. Da wollte ich hin. Die Phantasma-Quelle. Das könnte doch eventuell funktionieren. Müssen wir mal gucken, den müssen wir doch eigentlich auch im Inventar haben, oder? Ich habe eben irgendwie immer nur die dunkelgrünen angeguckt, seltsamer Pollen. Kamsaf, Boti, gebrauchtes Silidium, geschnitztes Silidium. Was ist das? Ich weiß es gerade nicht genau. Das erste Mal angesprochen hast mit deiner Idee, dachte ich an eine Fackel, weil ich just eine gesehen hatte, aber da musste ich eben auch an das Feuer von den Vögeln denken. Ja, okay. Gucken wir mal. Was hier funktioniert? Ne, irgendwie nicht. Einfach reinlaufen funktioniert nicht. Sprechen wir mal mit ihm. Wir können nicht mehr mit ihm sprechen, stimmt. Okay. Ah, Raisin triggert einen Funfact, sehr schön. Bruce Willis im Doppelpark, ja, stimmt. In der deutschen Version wird Cutter Slade von Manfred Lehmann gesprochen, deutsche Synchronstimme von Bruce Willis. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? In der originalen französischen Sprachausgabe haben sie auch die Synchronstimme, den französischen Sprecher, genommen. Und der Mann heißt Patrick Poirier, wie auch immer man es richtig ausspricht. Ja, aber das fand ich ganz cool, das wusste ich mich tatsächlich selber noch nicht. Ich dachte, das wäre nur in der deutschen Version gewesen, aber die Entwickler hatten da wirklich Bruce Willis schon sehr deutlich als Charakter quasi designt, sage ich mal. So inoffiziell zumindest. In der englischen Version wird er nicht von Bruce Willis selbst gesprochen. Ich glaube, das wäre denen auch ein bisschen zu teuer gekommen. Aber man merkt es ja schon in der ganzen Art, wie er hier redet und sich verhält und so weiter. Das ist halt so typisch Bruce Willis Actionfilm aus der damaligen Zeit und so. Und ja, wisst ihr was, da kann ich auch schön überleiten zu Outcast 2. Da wollte ich euch ja was erzählen. Warte mal, ich gehe aber mal kurz hier weg, weil das hier so laut ist. Und zwar, ich habe jetzt schon ein bisschen Spielmaterial von dem Spiel sehen können. Und in der deutschen Version, also erstmal schön, es wird lokalisiert komplett auf Deutsch wieder. Das ist schon mal schön, das ist heutzutage ja auch nicht mehr unbedingt so gang und gäbe. Und in der deutschen Version, es spricht leider nicht mehr Manfred Lehmann. Wie ich gehört habe, macht der auch keine großen Sprechrollen mehr. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, aber der gute Mann ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste wahrscheinlich. Und daran liegt das wohl, dass er das nicht mehr macht. Aber wie ich finde, sie haben einen grandiosen Ersatz gefunden. Ich wollte eigentlich noch nachschlagen, wie der Mann heißt, aber es ist die deutsche Synchronstimme von Brendan Fraser, der hier unter anderem aus dem Mumienfilm bekannt ist, die ich ja extrem liebe. Und das passt auch sehr gut. Also er kriegt das auch, er bringt das sehr gut rüber. Es ist die Art, wie Cutter Slade wieder redet, ist auch ähnlich wie in dem Teil hier, sarkastisch, schnippisch und so weiter. Und das bringt er sehr gut rüber. Also es ist schade, wirklich sehr schade, dass Manfred Lehmann das nicht mehr macht, weil das für mich irgendwie halt so ein bisschen dazugehörte. Aber als ich von dem neuen Sprecher gehört habe und dann ihn auch in Aktion hören konnte im Spiel, habe ich mir gedacht, jo, da haben sie aber wirklich einen perfekten Ersatz gefunden. Also damit bin ich mehr als happy. Viel besser hätte es für mich jetzt persönlich nicht sein können, was den Sprecher angeht. Wüsste jetzt zumindest keinen anderen, der mir da einfallen würde. Stein. Lampe, Test. Ich kann den Test mal überspeichern hier.
Also da haben sie sich, wie gesagt, wirklich was Gutes einfallen lassen. Und auch halt auch wieder natürlich einen sehr professionellen Sprecher. Unabhängig dessen, welchen Schauspieler der spricht. Aber an sich ist das ja auch nicht unbedingt immer so selbstverständlich. Manchmal hat man ja dann auch Sprecher in Spielen, wo man sich denkt, alter Schwede, wo haben sie den denn aufgegriffen? Jetzt hier keine Beispiele nennen. Okay. Ja. Das hat ja jetzt ja leider irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie ihr unschwer sehen konntet. Thorsten Münchow, habt ihr eben gegoogelt. Dankeschön. Danke. Ja, das klingt richtig. Der Name, da klingelt wieder was. Ja, also, wie gesagt, das finde ich schon wirklich cool. So ein paar Sachen, die ich vom zweiten Teil gesehen habe, gefallen mir persönlich nicht ganz so gut, aber die sind einfach des aktuellen Zeitgeistes geschuldet. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Es gibt zum Beispiel nicht mehr dieses, wo finde ich Person XY? Die werden die Leute halt alle auf der Karte angezeigt, mit Name und Symbol und so weiter. Ja, du musst sie halt, also, wobei ich finde, das würde halt noch gehen. Was ich aber schade finde, die werden auch alle Leute direkt angezeigt, wenn du in einen neuen Ort reinkommst. Also du tauchst auf und die werden schon auf der Karte und ich glaube auch in der Spielgrafik die Leute alle mit Namen angezeigt. Also wisst ihr, hier muss man hinkommen und sagen, ey, wo finde ich den Chamas? Na, hallo, ich bin Chamas Cap. Und er stellt es halt erstmal vor. Also es ist so ein bisschen, die Immersion fehlt so ein bisschen. Genauso wie, was ich ja auch schade finde, was übrigens auch schon das Remake von dem Spiel hier leider falsch gemacht hat, Thema Immersion. Zielen. Wir haben diesen schönen Laserpointer. Wir haben kein Fadenkreuz einfach auf unserem Bildschirm liegen, sondern bei allen Kniften halt unseren Laserpointer, beziehungsweise bei dem Ding hier eben ein Zielfernrohr. Beim Granatwerfer haben wir gar nichts. Da müssen wir halt irgendwie schätzen. Und Flammenwerfer halt auch nicht, der braucht keinen Laserpointer logischerweise. Und das neue Spiel hat halt auch einen Fadenkreuz. Also, wie gesagt, das hat sogar das Remake meiner Meinung nach falsch gemacht, weil das sind alles Sachen. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde, die tragen halt echt zur Immersion bei, dass du nicht einfach so ein Fadenkreuz hast. Ich meine, die haben jetzt hier zwar ja auch so ein Hut, ne, mit dem Kompass und so weiter, aber das kann man sich ja wenigstens noch erklären, weil er halt auch dieses Ding vor der Nase hat, wenn er eben die Karte einschaltet. Gibt es im Neuen übrigens auch wieder. Da sind es jetzt holographisch, wo ich sage, okay, das passt. Ne, das ist heutzutage eben ein bisschen future-mäßiger. Ist das nicht Quality of Life, wenn man nicht ewig die Leute suchen muss. Ja, das ist halt das, was ich meinte. Ne? Es ist eben dem aktuellen Zeitgeist geschuldet. Ich fand es aber irgendwie auch ganz cool zu sagen, wo finde ich den und den und dann auch gerade, wenn sie hinzeigen und so. Ich denke mir bei sowas, vielleicht wäre ein Mischmasch ganz cool gewesen, dass du sie einmal finden musst und dann werden sie dir auf der Karte markiert. Nach dem Motto, okay, jetzt weiß, wo der Dude ist und er wird einem dann angezeigt. Aber ich glaube, das wäre den meisten Leuten heute halt wieder zu viel. Schön ist, die Talaner benutzen nach wie vor wohl auch ihre eigenen Vokabeln noch. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass sie das komplett rausnehmen. Weil das ja damals schon so ein bisschen kritisiert wurde von manchen. Okay. Okay, okay. Das ist hier offenbar nicht der richtige Ansatz. Leider. Wir gucken mal. Allgemein steht hier vielleicht was. Chamas suchen, der etwas über das Mon weiß. Überzeuge, ja. Okay, Marion sitzt in der Falle an einem Ort mit einer großen Pyramide. Ort mit einer großen... Ich meine, hier sind jede Menge große Pyramiden. Wir fragen mal hier einen. Vielleicht kommen wir ja da mal ein bisschen weiter. Hallo. Ereignis. Da können wir irgendein Ereignis sagen. Andere Tempel finden. Was ist denn für ein Ereignis? Pyramide, achso. Kommst du mal eine Sekunde her? Weißt du etwas über eine große Pyramide im Zentrum irgendeiner Stadt? Ach so, in, ja, dann ja, ist es Okriana, ja, okay. Stadt in der Region Talansar. Mhm. Gut, das ist ja jetzt irgendwo klar. Das hatte ich nämlich auf dem Schirm, dass das in der Stadt war. Das wundert mich aber tatsächlich, weil ich mich meine, dass dort eigentlich das Finale stattfindet. Aber dann habe ich mich wohl geirrt. Okay. Irgendwas war noch, was ich über den zweiten Teil erzählen wollte. Ach so.
Ja, wie gesagt, das mit den Personen finde ich nicht so, ist jetzt nicht so mega dramatisch. Ich finde es ein bisschen schade. Das mit dem Laserpointer finde ich eben auch schade. Und eine Sache, die ich halt auch irgendwie unnötig finde in einem solchen Spiel, wenn du halt Gegner beschießt, dann siehst du da oben drüber die Schadenszahlen, die du verursachst. Und ich glaube, nach dem aktuellen Stand kann man die, also so wie es jetzt momentan aussieht, nicht ausschalten. Entschuldigt bitte. Nicht ausschalten. Und ich denke mir, huch, was war das denn? Ist hier gerade der Baum geplatzt? Und das brauche ich in so einem Spiel nicht. Das ist hier kein Path of Exile, kein Diablo, kein Warframe, wo es darum geht, irgendwie den perfekten Bild zu machen. Also das finde ich so ein bisschen eigenartig. Also wenn, dann lasst es mich wenigstens ausstellen, weil das, nee, das brauche ich nicht. Ich mag sowas nicht. Bei Cyberpunk konnte man sowas auch ein- und ausstellen. Das war eins der ersten Sachen, die ich ausgeschaltet habe, weil ich mir denke, nee, ich sehe ja, ob der Gegner schnell tot umfällt oder nicht. Und ich bin jetzt nicht so der harte Min-Maxer, dass ich sage, boah, das muss ich unbedingt haben, damit ich weiß, was hier die beste Waffe ist oder so. Und wie gesagt, für den Spieler, der die Wahl lassen. Ich hoffe, das wird noch reingepatcht oder so. Ganz cool. Ich hoffe, das ist jetzt übrigens das Richtige. Ansonsten wird's lustig, wenn wir in irgendeinem Lager auftauchen. Es ist ein anderes. Wo sind wir hier gelandet? Ach! Oh, das Lager haben wir schon geklärt. Easy. Aber warte mal, hier ist ein Schamassen. Der kann es bestimmt mal heilen. Ich habe nämlich noch eine Idee. Heile mich. Könntest du mich heilen? Ich werde mein Bestes geben, Ulukai. Ich lerne. Das macht nichts. Ach, mach dir nichts draus. Was ich noch ganz cool finde, ist, es gibt jetzt nur noch zwei Hauptwaffen, eine Pistole und ein Gewehr. Und die kann man mit mehreren Modifikationen, kannst halt immer nur eine bestimmte Anzahl, Menge auswählen, anpassen. Kannst halt sagen, ich möchte, dass meine Pistole eben eine sehr hohe Feuerrate hat und, keine Ahnung, ist da noch Feuerschaden verursacht oder weiß der Geier was. Oder aus dem Gewehr machst du entweder ein Scharfschützengewehr oder eine Schrotflinte oder eine Mischung und so weiter und so fort. Sowas finde ich eigentlich mal ganz cool, dass man so seinen eigenen Spielstil eben damit wählen kann. Da bin ich großer Fan. Also Waffenmodifikationen bin ich ja generell ein Fan von. Aber bin mal gespannt. Zum Großen und Ganzen sieht das nach einem soliden Spiel aus. Aber ich bleibe bei meiner ursprünglichen Prognose. Das wird so im Allgemeinen oder im Vergleich mit anderen Spielen wahrscheinlich eher so Durchschnitt sein heutzutage. Es wird jetzt nicht, meine ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie dazu sorgt, dass Outcast jetzt einen riesen Hype bekommt und da der dritte Teil dann direkt danach entwickelt wird, weil so viele Spiele das spielen wollen. Das sehe ich noch nicht. Dafür hat es, glaube ich, nicht genügend Alleinstellungsmerkmale, leider. Aber mal gucken. Ich werde auch mal schauen, wann und wie ich es spiele. Ob ich es dann hier auch direkt streame. Bock hätte ich eigentlich schon. Ich glaube, es soll Mitte März rauskommen. Ja, schauen wir mal. So, meine andere Theorie ist, dass wir hier in diesen Tempel müssen. Mit dem Ding. Ach, du meintest, guck, du meintest auch das hier, ne? Die Fackel, wo ich verbrannt werde. Nicht eben in dem anderen Gebiet. Ah, ja, okay. Denke ich mal ganz stark. Du hast zwar noch nicht geantwortet, aber ich dachte, du meintest in dem anderen Gebiet oben die riesige Fackel, wo das Mon drin war. Ja, genau das da, ja. Ist nur die Frage, wie kommen wir da rein? Wir konnten hier auch noch niemanden drauf ansprechen, oder? Haben wir denn irgendwas? Und vor allem, wir haben auch nichts im Notebook. Nee. Müssen wir ein bisschen mit den Leuten hier quatschen. Aber das wäre natürlich eine Möglichkeit, dass man hier in diesem Tempel irgendwas dann findet. Ich glaube nämlich auch nicht, dass dieser Tempel... Ich wollte eigentlich nur... Jetzt geht's, okay. Ich glaube nicht, dass der einfach nur für Loot da ist. Der muss für irgendwas anderes noch da sein, der Tempel. Das ist die große Frage. Wofür? Wir haben auch jetzt noch nichts hier irgendwie gefunden, was uns da die Lösung des Rätsels gibt. Ich
Nochmal hier bei den Kriegern. Ob hier in dem Haus vielleicht irgendwas angemalt ist oder so. Den Schamas konnten wir nicht drauf ansprechen. Nee, ist nix. Also auf der Scheibe sind ja die Symbole wie bei der Quest bei den Tempeln, wo du die Steine einsetzen konntest. Ja, genau. Holy shit, was ist das denn? Ist das der Leuchtturm? Leuchtet der jetzt einfach? Ist jetzt hier irgendwie was komplett komisch, oder? Ja, genau, diese Symbole, das sind ja quasi Erdwasser, Wind und Feuer. Und die ihre religiösen Symbole quasi. Ja, wir müssen da irgendwie eine Reihenfolge finden. Ich hatte ja auch schon überlegt, ob das eventuell mit dieser einen Karte da funktioniert. Damit überhaupt noch. Aber was sind die überhaupt? Steintafel, die hier. Ist immer sehr klein im Stream. Aber davon abzuleiten, was man da abschießen muss, hilft uns auch nicht weiter. Zumal wir nicht wissen, wo wir starten müssen. Die zeigen zwar alle auf andere Symbole, wo man sagen könnte, okay, erst das, dann das, dann das, dann das. Aber wir wissen nicht, wo wir starten können oder müssten. Von daher glaube ich nicht, dass das das Richtige ist hier. Aber andererseits, guckt mal hier. Guckt mal da! Im Wasser! Im Wasser sieht man's. Da! Oh, das müssen wir uns aber merken. Oder zum Beispiel eine Wasserdampf, das Feuer gelöscht wird. Wäre auch eine gute Idee gewesen, aber ich glaube, das hier ist das Rätselslösung. Ja, super. Machen wir mal ganz einfach hier. Ein Hoch auf moderne Technik. Jetzt muss ich hier natürlich rechte Maustaste gedrückt halten, sonst nimmt er das Ding runter. Ich kenne mich doch, ich habe es sonst eh vergessen, wie ich da bin. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt alleine ausreicht oder ob wir hier noch mehr finden müssen. Also ob es dann wirklich der Reihe nach weitergeht. Ist da auch noch was aufgezeichnet? Nee. Aber das könnte man zum Beispiel mal probieren. Da stehe ich mal nicht so an, so tief war das noch auch nicht. Guck noch mal von der anderen Seite. Aber ich finde es wirklich komisch, dass wir zum einen keinen auf den Tempel ansprechen können. Können wir, glaube ich, sogar hin, oder? Ich glaube, da sind keine bösen Fischchen da, oder? Oder doch? Doch. Doch sind sie. Fremdes Material geortet. Was ist denn das? Eine Treppe. Ist einfach nur überflutetes Haus da dran. Kommen wir aber so nicht ran. Okay. Ja, dass wir niemanden auf den Tempel ansprechen können. So nach dem Motto, was ist denn das? Und was hat es damit auf sich? Und dass wir auch niemanden weiter auf die Leuchtturmlinse hier ansprechen können. Einfach mal zu sagen, hier, wir haben euren Stein. Die leuchtet nicht. Der Stein leuchtet nicht. Was nu? Ist ein bisschen eigenartig. Ich weiß auch nicht mehr. Hat denn der Typ, der uns das Ding geschnitzt hat, irgendwas noch dazu gesagt? Oder wurde es irgendwann mal zu Beginn gesagt? Könnt ihr euch erinnern, dass irgendwer mal gesagt hat, hier, da hast du die Linse, aber... Ach, ich habe hier extra einen Teleporter hingestellt, ne? Und morgen habe ich mich ablenken lassen von dem Ding. Naja. So, okay.
Wahrscheinlich muss man dann einfach... ja, einfach weiter schießen, wie es dann ist. Und wenn jemand das Ding, das schießt mich ein bisschen schneller. Oh. Das hat jetzt wahrscheinlich nicht funktioniert, weil es zu schnell geschossen hat. Die Feuerrate eben zu hoch war. Ich wechsle mal die Feuerrate. Und schieße nicht ganz so schnell. Dann passiert mir das wahrscheinlich nicht mehr so. Schnell, zack, zack. Das sieht doch richtig aus, ja. Bingo. Ja, cool. Ob uns das jetzt hier... Verdammt, ist das heiß. Oh ja, oh, da kriegt man Lebensabzug. Ob uns das jetzt hier weiterhilft, keine Ahnung, aber es wird auch nicht schaden, wenn wir jetzt hier reingehen können. Lavalampe. Oh, oh. Die passen. Teil. Okay, okay, okay. Was soll denn dieses Geräusch? Hup, hup. Atmosphärische Anomalie. Bereich sofort evakuieren. Okay. Verdammt, ist das heiß. Dann müssen wir jetzt hier rüberspringen. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass uns das jetzt hier groß für die Lampe weiterhilft, ne? Hier sind irgendwelche komischen Pilze. Und viel mehr ist hier aber auch nicht. Dann war das hier nur für diesen einen Typen. Was haben wir denn da jetzt um Himmels Willen aufgehoben? Der hatte irgendwas dabei. Das Ding hier, glaube ich. Großer Zahn. Ein paar Steinschlüssel. Belegt. Das ist ja echt merkwürdig. Warnung. Atmosphärische Anomalien. Sofort evakuieren. Okay. So viel dazu. Das Ding lassen wir erstmal nochmal hier liegen. Für alle Fälle. Ich hätte mal eben eins im Dorf wieder platzieren sollen. Quatschen da jetzt mal mit wem. Ansonsten machen wir es jetzt ganz einfach. Wir gehen erstmal, machen die Geschichte mit dem Gorgor. Da müssen wir uns ja auch noch drum kümmern, weil das mit dem Leuchtturm ist ja dafür da, um die Krieger zu schwächen. Und wir müssen ja noch an das Mon aus der Region hier rankommen. Und das soll ja bei diesem besagten Gorgor sein. Das heißt, da müssen wir uns eben auch noch drum kümmern. Achso, wo ich die Typen hier gerade sehe, es ist zwar die falsche Region, aber fand ich auch sehr schön jetzt, was ich im zweiten Teil schon sehen konnte, dass es auch wieder Risi-Felder gibt. Die sehen natürlich diesmal deutlich hübscher aus, aber das fand ich schon mal sehr, sehr cool. Okay, warte mal, was ist das hier? Das ist ein bisschen komisch mit der Treppe hier gebaut, ne? Das sah ebenso ein bisschen wichtig aus. Anscheinend nicht. Also das finde ich schon mal ganz schön. Was mir wiederum ein bisschen weniger gut gefällt, ist, dass die Talaner mir jetzt ein bisschen zu menschlich aussehen. Also die haben zwar immer noch so recht langgezogene Hinterköpfe, aber... Könntest du mich heilen? Es wäre mir eine Ehre, Ulukai. Gut, ich sag mal, der hier sieht jetzt auch relativ menschlich aus. Grafik ist natürlich auch eine Sache, wie gut man das dann beurteilen kann. Aber ich finde ja, viele von den Talanern haben ja auch ein sehr langgezogenes Kinn und so. Gucken, ob er jetzt mal ein gutes Beispiel ist. Da, ja, also die haben ja schon so ein... Gut, der hat jetzt auch wieder nicht so einen langgezogenen Hinterkopf, ne? Ja, keine Ahnung. Also, sie sehen nicht alle gleich aus. Das finde ich halt auch schön, auch hier im Spiel. Aber ich fand jetzt so im Neuen wirken die mir ein bisschen schon zu sehr in Richtung Mensch. Naja, mal gucken. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ansonsten sieht das schon alles echt spaßig aus. Die Gorgor-Insel, das wollte ich gerade machen. Ich musste kurz erstmal selbst überlegen. Die Heilung wollte ich mitnehmen. Hallo. Hallo. Ulukai? Ich freue mich, dich kennenzulernen. Danke. Was machst du hier? Mein Name ist Zadar. Ich bin Sankar-Fänger. Oder besser, ich war es, bis mein Boot Probleme machte.
Eigentlich will ich mich gar nicht mit einem Problem kümmern, aber wir fangen trotzdem an. Was ist dein Problem? Hey, ich hasse es, dich damit belästigen zu müssen, Ulukai. Aber in meinem Boot ist ein Loch. Letzten Mond habe ich einen Stein gestreift und musste sämtliche Sankar über Bord werfen, um nicht unterzugehen. Und jetzt kann ich es nicht mehr benutzen. Gibt es denn hier niemanden, der es reparieren kann? Bis zu diesem Mond schon. Aber Kroax hat ihn und ein paar andere umgekehrt, weil er sie für Dolutai-Wächter hielt. Und jetzt kann mir keiner mehr helfen. Kann ich nichts tun? Ah, wenn ich nur ein paar Pollen von einem Slinktok hätte, dann könnte ich es selbst reparieren. Aber sie sind so gefährlich, dass ich dich niemals bitten würde, mir welche zu besorgen, Ulukai. Ich finde es übrigens schön, ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, aber wenn wir quasi uns selbst sehen, wenn er irgendwas sagt, also wenn die Kamera die Perspektive wechselt, dann geht die mit dem Schwanken von dem Boot auch die ganze Zeit hoch und runter. Das ist sehr witzig. So, Slinktot Uru. Ich muss zu Orus Insel. Ich bringe dich gern dorthin, Ulukai, aber erst muss ich mein Boot reparieren. Erzähl mir etwas mehr über diese Slinktots. Was sind diese Pflanzen? Oh Mann, sie sind die Pest von Okazankar. Wir können sie niemals alle beseitigen, da sie zu schnell wieder nachwachsen. Sie sehen wie eine große Pflanze aus und greifen leicht an. Sie sind äußerst tödlich. Und diese Pollen? Wenn die Slinktots absterben, spucken sie einen Pollen aus. Im Innern befindet sich nicht nur der Samen des Slinktox, sondern auch eine Flüssigkeit, die so klebrig ist und schnell trocknet, dass man damit wunderbar Löcher stopfen kann. Lecker. Komm ihnen aber nicht zu nah, Ulukai. Sie spucken zwar, aber man kann ihrer Spucke besser entgehen als ihren Bissen. Südöstlich des Stadteingangs gibt es viele Slinktox. Ich habe Pollen für dich. Du bist so, wie es uns die Jods versprochen haben, Ulukai. Eine sehr große Hilfe für uns alle. Könnte ich die Pollen haben? Nein. Hier, sie gehören dir. Oh, guck mal. Diesmal nicht nur so ein Beutel. Danke. Ich brauche nur einen Moment, um mein Boot zu reparieren. Ich wette, der andere würde uns da gar nicht hinfahren. Sonst gibt es die Quest hier, glaube ich, nicht. Ich muss zu Orus Insel. Es wäre mir eine Ehre, dir helfen zu dürfen, Ulukai. Sag einfach Bescheid, wenn du los willst. Auf geht's. Lass uns bitte zu Orus Insel aufbrechen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt einfach überblendet. Denk nur daran, dass du nah beim Boot bleiben musst, wenn du ins Wasser fallen solltest. Sonst werden dieser Nektar dich umkehren. Okay, also fahren wir dann tatsächlich richtig rüber. Das ist ja cool. Ich möchte dir die Geschichte der Region Okazankar erzählen. Okazankar war einst eine große Gebirgsgegend. Doch eines Mondes waren die Jods Elue und Kar sehr erzürnt über diese Region und brachten ihr viele Monde Regen. Die Talaner dort konnten nur überleben, indem sie sich in die Berge flüchteten. Seit diesem Mond steht das Wasser in der Region und die Talaner, die die Unwetter überlebten, errichteten die Stadt Syana. Oh cool, dass ihr währenddessen was erzählt habt. Sehr, sehr schön. Danke, Mann. Bleib hier, bis ich wieder da bin. Guck mal, da hinten sehe ich schon das Hütchen. Vielleicht war das, was wir da eben auch eingesammelt haben, dieser Zahn oder so. Vielleicht hat der hier auch mit diesem Oro zu tun. Dass wir den erst für ihn hätten besorgen müssen. Ja, wir werden sehen. Ganz schön große Insel hier für sich. Eigene kleine Insel. Ah, herrlich. Würde ich mir auch manchmal wünschen. Nur vielleicht ohne tödliche Riesenpflanzen. Oh, andererseits hält das natürlich unliebsame Besucher auf gern. So, eine tödliche Riesenpflanze. Noch einer. Wir sollen ja nicht zu dicht dran wegen ihrem Bissen. Oh. Alter, wie viel sind denn das? Eben noch einer angegriffen, ja, ne? Man ist echt alles voll mit den Biestern hier. So, wartet mal. So habe ich das früher mal gemacht hier. Bam! Nice. Ich finde es schön, ich weiß nicht, ob man das im Stream gut sehen kann, dass die Explosionen auch immer so ein kleines bisschen die Engine in die Knie zwingen. Also logischerweise nicht zwangsläufig mein Rechner, sondern das ist die Spielengine, damit immer so
kleines bisschen überfordert wirkt. Aber damals sahen die auch genial aus, das muss man halt auch dafür sagen. Das sah so fucking gut aus. Da kann ich mich noch... Ah, guck mal, da können wir auch irgendwie rüberhopsen. Da kann ich mich einfach... Aber war's gut dran vom Timing her, guck für den Fun Fact. Ja. Da kann ich mich, wie gesagt, noch sehr lebhaft dran erinnern, dass ich die Pflanzen früher immer mit diesem Granatwerfer kaputt gemacht habe. Das hat einfach immer sehr gut funktioniert, weil das von der Reichweite her schön passt. Und weil die halt stationär sind, da eben nicht groß daneben schießen kann. Und weil sie groß sind, man sie damit sehr gut treffen kann. Schon witzig, um was für kleine Details man sich manchmal bei so älteren Spielen erinnern kann, wenn man gewisse Dinge gemacht hat. Ja, ich war mir unsicher und Quittung und kam so vor. Ja, das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist dieser, der Cooldown-Timer, der ihm da halt angezeigt wird, den kann man wirklich nur in Sekunden einstellen. Also, wenn da halt 30 Minuten noch Countdown sind, dann steht das halt in Sekunden, also... Das ist halt eine schöne Kopfrechenaufgabe. Ist das wieder tot? Sieht mir irgendwie noch lebend aus, oder? Ja, das ist auch. Da guck, dann läuft man nämlich einfach weg. Dann lädt man es auf. Läuft ein Stückchen und Feuer frei. Und. Oh. Jetzt ist es ein bisschen. Bisschen zu weit geflogen. Okay. Das Ding ist auch zu weit geflogen. Zum Thema. Dem hat es immer so gut funktioniert. Zack. Oh, da ist noch eins. Was ist das? Ich kann schon was abgekriegt hier. Und ich habe wieder vergessen, in dem Dorf Dingen zu platzieren. Ne? Na egal. Wir sollten mal speichern. Nicht, dass wir hier noch drauf gehen bei den Viechern. Ich muss übrigens mal gucken, das will ich gleich schon mal vorweg sagen. Wollte ich eigentlich schon eine ganze Zeit lang gesagt haben. Der Stream heute wird wahrscheinlich nicht ganz so lang gehen. Bin ich noch nicht so ganz fit. Ich hatte gestern einen sehr langen und anstrengenden Tag und eine lange Nacht und wenig Schlaf. Echt viel Alkohol kam noch dazu. Also ich bin noch ein bisschen fertig. Mal gucken. Aber im Augenblick jetzt noch. Also schauen wir mal. Findest du das gut, dass du hier, weiß ich nicht, Dynamit in deinem Haus lagerst, Mann? Ich würde da nicht so entspannt auf dem Boden schlafen. Ich weiß ja nicht. Hallo? Bist du Oru? Was? Bist du der Jäger Oru? Habe ich ein Jegoru? Was ist Jegoru? Oru! Oh, der bin ich. Du bist der Ulukai, nicht wahr? Willst du mit mir kämpfen? Ganz ruhig, alter Mann. Shamas Kaleb schickt mich. Wer hat was gemacht? Shamas Kaleb! Nein, ich sagte doch schon, ich bin Oru. Kaleb ist in Syana. Shamas Kaleb schickt mich zu dir. Ich muss zur Gorgor-Insel. Gorgor-Insel? Oh, warum sagst du das nicht gleich? Hast du meine Waffe? Deine was? Meine Waffe. Hörst du etwas schlecht? Das sagt ja genau der Richtige. Was? Vergiss es. Kannst du mich dorthin bringen oder nicht? Du willst mir helfen, den Gorgo umzukehren? Oh, den Jod sei Dank. Endlich jemand mit einem mutigen Phantasma. Nein, dein Gorgo ist mir völlig egal. Ich muss das Mon haben. Du musst mir erst ein paar Sachen bringen, bevor wir auf die Jagd gehen können. Okay. Sachen? Ich muss doch einfach nur dorthin. Nicht Drachen. Sachen. Ausrüstungsgegenstände. Für ein höheres Wesen beherrschst du die hohe Sprache aber nicht besonders gut. Wovon redest du eigentlich? Ich brauche zwei Dinge. Geh zuerst zurück zu Shamas Kaleb. Und frage ihn nach meiner Waffe. Er hält sie seit vielen Monaten vor mir versteckt.
Versteh doch, ich will nicht jagen. Dieser Gorgo interessiert mich nicht die Bohne. Ich muss das Mon holen. Und dann musst du den Händler Zele in Cyana aufsuchen. Sag ihm, ich bräuchte 5-mal Munition für meine Waffe. Er wird das verstehen. Verstehst du eigentlich nur, Bahnhof? Ich brauche einfach nur ein Boot, um raus zur Insel zu kommen. Ich muss da dringend hin. Nein! Dieser Gorgor gehört mir. Er hat mein Leben ruiniert. Er hat mich bis ans Ende aller Monde wie einen schlechten Jäger dastehen lassen. Ich will ihn persönlich umkehren. Also gut, pass auf. Ich werde dir die Sachen besorgen, wenn du mir dafür versprichst, mich dann auch zur Insel zu bringen. In Ordnung? Beeil dich. Ich kann sein Geschrei hören, wie er mich auslacht. Ich werde seine Innereien sehen, bevor mein Phantasma nach Adelpha zurückkehrt. Der NPC gefällt mir. Ah, das ist noch ein Funfact. Schon wieder der DVD-Funfact. Der kommt jetzt zum dritten Mal. Also Leute, ich habe wirklich Dutzende und Aberdutzende von diesen Sachen gesammelt und das ist per Zufall. Kann es sein, dass das jetzt schon zum dritten Mal kommt? Ich trigger gleich, ich habe ja keinen Cooldown bei meinen eigenen Sachen. Ich trigger gleich meinen anderen Funfact für euch. Das finde ich gerade ein bisschen komisch. Den muss ich beim nächsten Mal deaktivieren, dass der nicht mehr kommt. Das ist ja unglaublich so. Okay, wir lassen hier natürlich mal einen ich glaube, hier kann man keinen. Hallo da. Hier kann man generell keinen platzieren. Roffel, moin, grüß dich. Ja, es geht hier nicht. Ich bin auch schon ganz traurig, schon wieder die neuen, ja. Wartet, Leute, das machen wir gleich mal. So viel. Aber das kann ich hier raustappen? Kann ich aus dem Spiel raustappen? Ich speichere mal lieber vorher. Aber der NPC ist funny. Der war auch vom Gesicht her wieder sehr gut animiert. Also der hatte ein deutlich hochauflösenderes Gesicht als die anderen, die wir sonst so getroffen haben. So, warte mal, ich probiere das mal gerade. Wegwerk, moin. So, wartet. Erstmal wird das Ding mal deaktiviert. So viel Zeit muss jetzt sein. Viel Spaß im Vlog, Wegwerk, und besten Dank dafür. So, die neuen. Rechts klick. Enable. So, die ist jetzt schon mal ausgeschaltet. Das hat man ja nur oft genug jetzt. So, ich trigger mal einen anderen. Das mit den Grafikoptionen hatte ich euch auch schon mal ein paar Mal erzählt, ne? Auch ohne Fun Fact. Immer hier was haben, was ich euch noch nicht erzählt habe. Ah ja, das habe ich zwar schon mal so ein bisschen erzählt, aber nicht mit den ganzen Hintergrunddetails. Genau, Vorreiter Musik. Der Soundtrack war neben Hearts of Darkness und Medal of Honor einer der ersten Spiel-Soundtracks, die mit einem vollwertigen Orchester eingespielt wurden. Ja, das ist hier knapp eine Stunde. Ich glaube sogar ein Ticken mehr als eine Stunde Spielsound, also Hintergrundmusik. Und das ist viel mehr, als Spiele damals so hatten. Die hatten meistens eher so 20 bis max, wenn überhaupt mal 40 Minuten. Also eher waren so 20 Minuten. Und das war halt damals Wahnsinn, dass so viel Musik in einem Spiel war und die halt auch so hochprofessionell eben eingespielt war. Muss ich auch keinem erzählen, ne? Viele Spiele hatten so eher gar keine Musik oder halt höchstens mal so ein bisschen Hintergrundgedudel. Was man heute nicht mehr im Fahrstuhl laufen lassen würde. Von daher war das dann schon eine andere Nummer. So, auf nach Cyana. Da bin mal gespannt, ob wir die Waffen da jetzt einfach so bekommen oder. Sich auf dem Meeresgrund befand. Und ein paar Monate später wurde das intakte der Oka schließlich an Land gebracht. Oh, sorry. Ja, danke für den Hinweis, Roffel. Scheiße. Ja, ich bin währenddessen von der Insel zurückgefahren. Er hat gerade ein bisschen was über einen Daoka erzählt. War jetzt nicht mega, mega interessant oder relevant. Ja. Ich habe ja eben gesagt, ich hatte wenig Schlaf und, bin noch ein bisschen durch den Wind. Okay, die Waffe wollen wir holen, genau. Ja. Okay.
Wo haben wir der Schamas? Der hat die Waffe. Hier, so müssen wir laufen. Ist hier oben eigentlich noch irgendwie was? Nee. Urus Waffe. Hoffentlich gibt er sie uns überhaupt. Er wird dir helfen? Ich wusste, du würdest es schaffen, Ulukai. Ich hoffe nur, dass er sein Versagen endlich vergessen kann, wenn dies alles überstanden ist. Seine Waffe liegt im versunkenen Milea-Tempel im äußersten Südwesten von Cyana. Versunkenen Tempel? Ja. Allerdings musst du zuerst das Tor zum Tempel öffnen. Am Ufer findest du zwei Schalter. Ich glaube, sie befinden sich südöstlich des Tempels. Diese beiden Schalter müssen gleichzeitig gedrückt werden. Du brauchst also die Hilfe eines Talaners. Kannst du mich da nicht begleiten? Nein, ich werde hier gebraucht. Aber in dieser Gegend halten sich immer irgendwelche Bauern oder Schatzsucher auf, die dir behilflich sein können. Und nimm dich vor dem Gewässer in Acht. Denn wie überall in Okazankar birgt es tödliche Gefahren. Bleib nahe beim Tempel. Okay. Das ist dieser Tempel, den wir da schon, den wir da schon mal gesehen haben. Wo auch dieser, die Lösung drauf gedruckt war, sag ich mal. Aber find's halt auch wieder witzig. Gut, das ist halt auf der damaligen Zeit geschuldet. Die Spielwelt ist ja nicht besonders groß. Sagt, nee, ich werde hier gebraucht. Ich meine, wir sind keine 10 Minuten weg, wenn wir da jetzt einmal hinlaufen und wieder zurück. Oder vielleicht eine Viertelstunde weg. Also so dringend wird er hier nur auch nicht gebraucht, der Dude. Er ist wahrscheinlich einfach nur faul. Er erzählt uns hier immer, oh, ich laufe jeden Tag die Treppe hoch und runter. Ich bin so fit, das ist so gut. Ja, am Arsch. Der Penner sitzt wahrscheinlich den ganzen Tag nur oben in seiner Hütte und schaukelt sich seine Schamasseier. Unglaublich, ey. So, okay, jetzt suchen wir mal. Aha. Da müssen dann wohl die Schalter sein, weil ich glaube, ich habe einen Schatzsucher gefunden. Da ist schon mal der Dude, der uns helfen kann. 100 Pro. Da sind die Schalter. Hallo. Ich habe eine Frage. Was suchst du? Ich suche gar nichts, Ulukai. Egal, sieht nur gerne aufs Wasser. Das ist alles. Könntest du mir helfen, ein paar Schalter zu drücken? Wozu, Ulukai? Um das Tor des versunkenen Tempels zu öffnen. Nein, der Schatz gehört mir. Schatz? Ich will doch nur eine Waffe da rausholen. Du hast kein Recht, ihn einfach zu nehmen. Ega sucht schon seit Monaten nach dem Schatz. Hör zu, Ega. Mich interessiert dein Schatz im Moment nicht die Bohne, verstehst du? Ich glaube dir nicht. Na toll, weißt du was? Ich werde einfach jemand anderen fragen, ob er mir hilft. Nein! Niemand sonst darf davon wissen. Ich werde dir helfen. Ich wusste doch, dass du vernünftig wirst. Wir müssen die Schalter gleichzeitig drücken. Du zählst 1, 2, 3. Und auf 3 drücken wir dann zusammen. Alles klar? Das schaffe ich, Ulukai. Aber sei vorsichtig da unten. Es könnte sehr gefährlich werden. Mhm. Wo ist er denn jetzt da? Kartoffelsalat vernichtet, sehr schön. So, okay, wir müssen den Schalter. 1, 2, 3. Okay. Oh, er braucht aber ewig, um den Schalter zu drücken, aber es hat funktioniert, ein Glück. Das Interview gesehen, 1.5 Jack the Lions 3, wird ein paar tolle Optionen kommen ins Menü. Okay, bin gespannt. Bin echt mal gespannt, ich habe da neulich mal drüber nachgedacht, ob das Spiel irgendwann auch mal ein DLC bekommt. Keine Ahnung, ob sie dazu schon mal irgendwie was gesagt haben. Würde sich ja anbieten. Neuen Outcast hat Slate nicht mehr die Stimme. Richtig, genau. Ich habe da vorhin von berichtet. Jetzt habe ich leider schon wieder seinen Namen vergessen. Er wird nicht mehr von Manfred Lehmann vertont. Also es gibt eine deutsche Synchro, aber eben nicht mehr von Manfred Lehmann, weil der Mann wohl keine größeren Sprechrollen mehr annimmt. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, der war damals sogar schon älter als Bruce Willis. Und dann sei es ihm ja auch gegönnt, dann ist er auch nicht mehr der Allerjüngste.
Denke mal, dass es zumindest daran liegt, was ich so gehört habe. Oder vielleicht ist er auch gesundheitlich nicht mehr so auf der Höhe. Muss ja auch nicht mit dem Alter zusammenhängen. Und sie haben aber meiner Meinung nach einen sehr guten Ersatz gefunden, nämlich den deutschen Sprecher von Brendan Fraser, den man ja aus den Mumienfilmen zum Beispiel kennt. Und ich habe das schon gehört, seine Ingame-Aufnahmen, und ich finde, das passt perfekt. Wie gesagt, ich liebe die Mumienfilme, von daher ist das auch eine Stimme, die ich mit sehr viel Positivem verbinde. Und ja, das finde ich sehr gut. Und bei Scrubs hat er natürlich auch mitgespielt. Einer der besten Folgen, was Comedy angeht und dann nicht unbedingt mehr Comedy war überhaupt. Grandiose Episoden, die mit ihm. So, okay. Jetzt haben wir offenbar alles hier drin. Sehr schön. So, und direkt wieder raus, bevor wir noch von so einem kleinen Hai gefressen werden wieder. Oh, wo kommt ihr denn her? Ihr kleinen Stinker. Hm? Ja, haut einfach ab da hinten. Oh ja, Freund, für dich habe ich was Tolles. Oh, das geht auch voll daneben. Oh, der lebt noch. Der immer noch? Das Ding ist unfassbar schwach. Oh, 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 oh. Jetzt wird mehr von so einigen Leuten getroffen als von mir. Jetzt ist er tot. Au. Ihr seid jetzt als nächstes dran. Meine Fresse heute. Da habe ich ja gar nichts. So viel Restalkohol im Blut oder was? Unglaublich. So. Jetzt aber. Ja, ich habe das vorhin schon erzählt. Bei mir war es gestern Abend tatsächlich ein bisschen spät. Und ein bisschen viel noch dazu. Ach ja. Okay. Scheiße, ich habe doch vergessen, da wieder einen Teleport zu platzieren. Da, da, da. Müssen wir jetzt mal einen Eingang da wieder suchen. Die respawnen tatsächlich, das ist ja interessant. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, aber das finde ich natürlich cool. Muss man ein bisschen auf Friendly Fire achten. Wenn hier nicht irgendwelche... Da oben in der Stadt hat sich wieder einer verkocht, das ist ja unglaublich. Wenn hier nicht, dass wir irgendwelche unschuldigen Talaner treffen. Was haben wir denn eigentlich noch? Das Ding natürlich. Na gut, Flammenwerfer und Granatwerfer, das ist mir jetzt ein bisschen doll. So. Was ist das? Sieht gut aus. So, jetzt müssen wir zum Steg. Wir brauchen noch die Munition. Wo ist nicht diese komische Schatzgräber-Typ hier hin? Der war gar nicht mehr da, ne? Ich jetzt wegen dem Kampf gar nicht groß drauf geachtet, aber scheint nicht da zu sein. Mann, die haben ja irgendwo. Oh, jetzt habe ich aus Versehen Medikit genommen und jetzt habe ich aus. Nicht aus Versehen gespeichert. Ich wollte natürlich speichern, weil wir so viel Kämpfe gerade gemacht haben. Eigentlich wollte ich Fernglas, das wollte ich mal benutzen. Weiß mich nicht, ob die irgendwie despawnen, wenn wir zu weit wegstehen. Wir haben auch noch weiterhin hier die Action-Musik. Ich bin mir sicher, dass ein DLC kommen wird, aber das dauert noch etwas. Sie hatten ja auch das U-Bahn-Quest, diesen Dingens im Petto. So kommt da auch mal was, aber war gut, den zuzusehen. Der eine hat dann sogar noch was getrunken. Kann man auf Twitch nachschauen, das Interview hier mit Games, okay? Dann werde ich mal schauen. So, was ist denn jetzt hier? Spiel. Beruhigst du dich mal, was die Musik angeht? Vielleicht werden wir mit ihm quatschen. Oro hat mir gesagt, ich könnte von dir Munition bekommen. Er ist wieder hinter dem Gorgor her? Dann werden er und ich bald umgekehrt. Ich bin froh, dass ich Gesellschaft haben werde. Auch wenn Oro mich nicht mag. Kauft bei dir irgendjemand jemals irgendwas? Nein, eigentlich nicht.
Ich glaube, ich weiß warum. Hör zu, Oro sagt, er bräuchte 5-mal Munition. Nur 5? Er will es wohl kurz machen. Dann braucht er also 5 Taguerach und 5 Boyat. Oh, super, und das Zeug müssen wir auch noch suchen. Was ist ein Taguerach? Die Pflanze, die du suchst, ist giftig, wenn man sie isst, Ulukai. Ich würde ja selbst ein paar davon essen, aber ich habe gehört, sie sollen schrecklich schmecken. Wie bekomme ich sie? Die wächst nur auf der Insel östlich von Urus Haus, aber kein Boot wird dich dorthin bringen. Warum nicht? Dort draußen wurden Gamor gesehen. Ah, oh, die haben wir vorhin du gesehen, die Insel. Du wirst zu Urus Insel zurückkehren und selbst einen Weg dorthin finden müssen. Versuch aber lieber nicht hinüber zu schwimmen. Das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen Backtracking. Ne? Jetzt müssen wir gleich wieder auf die Insel fahren. Auf diese andere Insel, da waren wie so große Wasserlilien, über die wir rüberspringen können. Dann auf die andere Insel gehen, das Zeug sammeln, dann wieder zurück zu ihm fahren und wieder zu ihm, zu dem Jäger dann fahren. Also, das muss ja eigentlich auch nicht sein. Ne? Zumal wir halt echt da keine Teleporter platzieren können auf der Insel. Verkaufst du diese Boyat? Früher schon, Ulukai. Aber viele Monde lang wollte sie niemand. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur ein schlechter Händler. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Aber mein alter Gehilfe Zaffa war derjenige, der sie für mich besorgt hat. Ah, das könnten diese Pilze sein und der Typ könnte das könnte der Tempeltyp sein. Das kannst du mir über Zaffa sagen. Der da tot lag. Du bist also mehr an einem anderen Talaner interessiert, als an einer Unterhaltung mit mir. Nein, so war das nicht gemeint. Doch, so ist es gemeint. Keiner will je mit mir reden. Alle wollen mich nur ausnutzen. Aber das ist in Ordnung. Wenn ich ein anderer Talaner wäre, würde ich es genauso machen. Jetzt entspann dich mal, Zele. Zaffa war mein Gehilfe, bevor er die weise Entscheidung traf, mich zu verlassen, um alleine mehr Zorkins zu verdienen. Er hat mir Boyat besorgt, die er an einem geheimen Ort sammelte. Jetzt verdient er jeden Mond viele Zorkins. Vielleicht sollte ich für ihn arbeiten, aber wahrscheinlich würde er das nicht wollen. Die Arme und Gesichter sind wie Fischmenschen aus Witcher 1. Die haben immer so besoffen geredet. Aber Witcher 1 ist zu lang her bei mir. Kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber es ist auch krass, ne? Jetzt eben auch mit diesen giftigen Pflanzen, wo er sagt, ja, die würde ich ja essen, aber die schmecken so blöd. Ich meine, ja, irgendwo ganz witzig. Auf der anderen Seite hat auch, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, auch schon krass, dass hier so ein manisch-depressiver Charakter gezeigt wird, der die ganze Zeit davon redet, sich umzubringen, und es werden eigentlich nur Witze drüber gemacht. Eigentlich schon übel. Okay, jetzt müssen wir den Dude suchen. Wie ist dein Gehilfe jetzt? Zaffa. Ich muss Zaffa finden. Ja? Ich muss Zaffa finden. Warum klickt das Spiel mir das direkt weg? Ich kann das gar nicht so schnell lesen. Ja? Wie geht es dir? Gut. Stimmt das nicht? Nein. Okay, wie heißt du? Zidar. Zidar. Hübscher Name. Ja, ich gehe jetzt. Geil. Geil. Ah, herrlich, ey. Das ist quasi ein finnischer Talaner. Schön gesprächig. Okay, probieren wir unser Glück eben mal bei wem anders, um nach dem Zaffa zu fragen. Schalter? Ach ne. Du bist der Schatzjäger. Was passiert denn? Das ist deine Schuld. Was? Du bist doch derjenige, der einfach abgehauen ist, nachdem das Tor offen war. Nein, das war ich nicht, Ulukai. Du musst dich täuschen. Ihr seht für mich zwar manchmal alle gleich aus, aber ich vergesse niemals einen Geruch. Und du, Freundchen, stinkst unverwechselbar wie eine Ratte. Diese Krieger kamen genau dann, als du ins Wasser gegangen bist. Ich wollte dich warnen. Ich glaube eher, du wolltest sicher gehen, dass ich mir deinen Schatz nicht schnappe. Der übrigens nicht da unten war. Du lügst. Ach ja? Warum siehst du da nicht einfach selber nach? Und bleibst am besten richtig schön lange da unten. Nein, Ulukai. Wenn ich das machen würde, könnte ich dir ja nicht mehr von dem anderen Schatz erzählen, von dem ich weiß.
Du spinnst doch nur rum. Nein, wirklich. Ich schwöre bei meinem Phantasma. Möge Feran kommen und mich umkehren, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Na gut, dann leg mal los. Zwischen dem Eingang nach Zyana im Süden und dem Darosham gibt es eine große, mit Wasser gefüllte Grube. Am Grund dieser Grube liegt der Schatz eines weltberühmten Diebes. Er hat den Kriegern viele Zorkins und auch andere Sachen gestohlen. Und wer soll das gewesen sein? Mein Vater. Naja, er war zwar nicht wirklich berühmt, aber er hätte es verdient. Der Schatz liegt in einer Kiste, die aber so schwer ist, dass ich sie nicht holen kann. Wenn du die Kiste aufkriegst, findest du jede Menge Zorkins und andere Gegenstände. Ganz sicher. Aha. Interessant. Ich dachte jetzt tatsächlich, das ist einfach nur der Dialog, dass ihn anflaumt, dass er ihn da im Stich gelassen hat. Jetzt haben wir wieder den Untertitel. Bug. Heute ist das Spiel wirklich überraschend bockig. Nein, nicht weglaufen. Ich will auch mit euch reden. Hier haben wir schon geredet. Ich brauche noch jemanden, den ich nach dem Typen fragen kann. So. Zafar. Ich muss Zafar finden. Der dort da drüben, Ulukai. Ruhig, oder was? Hallo. Habe ich die Ehre, den Ulukai zu treffen? So steht es zumindest auf meinem Hemd. Ich bin Zafar, der Händler, der alles hat, was dein Herz begehrt. Ich kann alles besorgen. Wie wär's denn mit einem Mon? Nein. Naja, war ein Versuch wert. Ob ich ein Mon habe, fragte er. Du bist lustig, Ulukai. Aber ich hätte vielleicht einen Auftrag für dich. Wir fragen jetzt mal nach dem weißt Ding hier. Weißt du irgendetwas über Boyard? Sicher, Ulukai. Ein Boyard ist eine kleine Pflanze, die an warmen Orten wächst. Wenn man sie öffnet, kann sie einen Talana zum Einschlafen bringen. Oru hat mich geschickt, um 5 davon zu besorgen. Oru jagt den Gorgor wieder? Ich hätte nie gedacht, dass ich das noch erleben würde. Glaubst du, er lässt mich den Kopf verkaufen? Das weiß ich beim besten Willen nicht. Hast du sie? 5 Boyard? Nein. Ich habe nur einen, den ich dir gern zu einem Sonderpreis verkaufen würde. Vor 2 Monaten hatte ich noch einen weiteren. Aber Martigar hat ihn mir abgekauft, kurz bevor er nach Zorkatras geschickt wurde. Ich glaube, er war ein Wächter. Wo kann ich da noch welche finden? Für ein paar Zorkins könnte ich dir verraten, wo man sie findet, Ulukai. Aber nur, wenn du interessiert bist. Okay. Ich weiß ziemlich, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Tempel genau 3 davon gefunden haben. Er hat jetzt noch einen zu verkaufen, in den anderen hat er eine bekommen, der nach Zorkatras gebracht wurde. Kannst du mir irgendwas über Zorkatras sagen? Du solltest diesem Ort lieber fernbleiben, Ulukai. Er dient als Hauptlager für alle Krieger von Okasankar und kann nur mit einem Boot erreicht werden. Kommt mir bekannt vor. Ja, ich habe dir doch von dem Talana erzählt, der den anderen Boyard gekauft hat. Die Krieger haben ihn dorthin gebracht, um sich mit ihm zu unterhalten. Sie glauben, er ist ein Spitzel der Wächter. Ob er wohl immer noch den Boyard hat? Wir fragen jetzt erstmal, welche Arbeit er hat, weil dann schenkt er uns vielleicht diesen einen Boyard. Ich glaube, der ist mir sonst ziemlich teuer. Was war das für eine Aufgabe, die du meintest? Achso, machen wir es ja auch nicht eilig. Es gibt einen Talaner, der immer Zorkins aus der Kiste neben meinem Stand klaut. Wir müssen die Zorkins offen stehen lassen, damit die Krieger es einfacher haben, sie für die Steuern zu zählen. Aber dieser Talaner macht sich das zunutze. Wenn ich ihn also fange, was springt dabei für mich raus? Ich werde dich belohnen, wenn du ihn aufhältst, Ulukai. Bring mir meine Zorkins zurück und dann werden wir sehen. Gut. Wie kann ich ihn erkennen? Kein Talana außer mir darf etwas aus dieser Kiste nehmen. Wenn du siehst, wie sich ein anderer daran zu schaffen macht, ist es der Dieb. Aber er ist nicht dumm. Wenn er dich sieht, wird er nichts stehlen. Du solltest dich also irgendwo verstecken, wo du die Kiste beobachten kannst, ohne entdeckt zu werden. Aha. Okay, welche Kiste ist denn das? Die hinter ihm, denke ich mal, ne? Die da. Ja, war doch. Ja, da liegen auch schon. Ist jede Menge Geld drin. Okay. Da können wir uns ja natürlich schön die Third Person zunutze machen. Du warst da eben schon so verdächtig dran, Kollege. Ich habe das schon gesehen. Zaleif, moin. Ich glaube, ich habe dich gerade eben noch gar nicht begrüßt, weil du im Dialog reingekommen bist. Schön sonniger Sonntag. Ja, das stimmt hier auch.
Hier war gestern eigentlich auch schon ganz nettes Wetter bei mir. So, ich will jetzt einmal kurz mal laden. In der Hoffnung, dass die Musik sich da mal beruhigt. Sorry, war eben eine ganze Zeit mit Discord beschäftigt. Alles gut. Wurst Müncho war der Name. Genau, das ist der Synchronsprecher. Jetzt aber, glaube ich, Roffel gerade wieder nicht da, wo wir uns eben drüber unterhalten haben. Aber egal. Vielleicht steht es ja dann noch so lange im Chat. So, können wir von hier aus die Kiste sehen? Ja, ne? Können wir. Komm mal ab da. Du stehst im Weg, Junge. Die stehen hier. Das ist halt das Problem, wenn man hier irgendwie der große Messias ist. Alle wollen dann ständig anglotzen. Und ja, ja, verbeugt euch nicht ständig. Ich muss hier unentdeckt. Oh, das ist zu witzig, ey. So, gucken wir mal. Das ist doch bestimmt der Typ hier in den grünen Klamotten. Das war doch der Schatzjäger und sein Vater war ein Dieb, ne? Der könnte es nämlich auch sein. Sind alle weggelaufen da? Oh, guck mal, da liegt Zeug unten. Da ist er, da, guck mal, guck mal. Jetzt kommt er an. Und? Geht er an die Kiste? Ist ihm so zielstrebig hingelaufen. Ich kenne das vom Real Life. Ständig diese Anbetung. Ja, naja, ist bei mir genauso. Das ist schlimm. Ja, da, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Kollege. Du hast sogar noch in der Hand. Nein, nicht da hochklettern. Ja, habe ich dich ganz schön verwirrt mit meiner Taktik, ne? Schön stehen blieben. Hast du mal eine Sekunde? Bräunchen. Hab dich entdeckt. Ich habe gesehen, wie du Zafar diese Zorkins gestohlen hast. Du hast das gesehen? Ich werde langsamer. Wirst du sie mir jetzt geben? Warte, Ulukai. Ich bin ein Dolotai-Wächter. Zafar wird nicht einmal merken, dass ich ihm die Zorkins genommen habe. Er ist so raffgierig, dass er mehr davon besitzt, als er in 100 Monden ausgeben könnte. Tja, er mag ja ein mieser Geldsack sein, aber das gibt dir immer noch nicht das Recht, ihn zu bestehlen. Ich weiß, Ulukai, aber die anderen Krieger hier in der Region Okasankar haben großen Hunger. Ich wollte damit Nahrungsmittel für sie besorgen. Du wirst Zafar doch nicht erzählen, dass ich es war, oder? Ich würde mit Sicherheit umgekehrt werden. Oh, guckt mal an, Leute, wir haben eine Entscheidung. Der kann mir jetzt natürlich auch Quatsch erzählen. Aber ich glaube, das stimmt. Ich glaube ihm einfach mal. Nein, dafür gibt es auch keinen Grund. Oh, den Jod sei Dank. Aber er wird einige Zocken zurückhaben wollen. Außerdem hat er etwas, das ich brauche. Oh, ich verstehe, Ulukai. Wäre es denn nicht vielleicht möglich, dass du Zafar die 100 Zorkins, die ich gestohlen habe, aus deiner eigenen Tasche zurückzahlst? Eieieiei. Auch witzig, dass das Zorkins, das ist natürlich jetzt so klein, das könnt ihr im Stream wahrscheinlich gar nicht erkennen. Da ist einfach... Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Unzeichen und eine Null dahinter. Zorkins selbst zurückzahlen. Da haben sie irgendwas verkackt. Naja, bedeutet, wir machen das mal. Auf meinem Hemd vielleicht Bank von Adelphi? Ach, was soll's, ist in Ordnung. Danke, vielen Dank, Ulukai. Ich werde den anderen erzählen, was du für ein gutes Phantasma hast. Ich heiße übrigens Ilya. Wenn du bereit bist, kann ich dir ein Geheimnis verraten, um mich für deine Freundlichkeit erkenntlich zu zeigen. Ja, Soleil, was du gerade geschrieben hast. Ich wollte es eben aus Spaß auch schon selbst sagen, dass ich natürlich als super großer und bekannter Streamer ja auch ständig angesprochen werde. Ständig Fotos mit den Leuten, mal Autogramme geben. Oh, es ist so schlimm. Genau, das ist es als Streamer des Jahrtausends, wie du gerade so schön geschrieben hast. Ganz genau. Das ist wirklich so. Also ich kann ja kaum noch vor die Tür gehen. Das ist furchtbar. Oh, die ganzen Paparazzis, ne? Direkt ins Blitzlichtgewitter. Das ist unglaublich. So, was hat er denn für ein tolles Geheimnis? Was Komm mal raus. Ich weiß von einem verborgenen Schatz, heiligen Gegenständen und Zorkins, die mitten im See liegen. Wo genau? Das kann ich dir nicht sagen, aber Zida wird dich dorthin bringen, wenn du ihn findest. Sag ihm einfach, Ilya hätte dich geschickt. Das ist, glaube ich, das Ding, was wir schon vom Ufer aus gesehen haben. Wo wir aber noch nicht hin können, weil uns die Fische dann fressen. Also wir müssen ja nachher sowieso da zu den Bootsmännern. Dann können wir da auch... ihn nochmal drauf ansprechen und gucken, wo er uns dann hinbringt. Ach, guck mal, da liegt auch noch was. Sehr schön. Kommt es kaum noch ohne
Riesengetränge an einem Bentley. Bentley Continentale GT Cabrio. Mit Superleder und, ja, genau. Ich kenne das. Bin ja anonymer Stream-Troll des Jahres, ja. Ich werde auch ständig nach dir gefragt. Ständig. Okay. Oh, kennst du den eigentlich persönlich? Das ist ja gleich das Nächste, was mich dann fragen. 1000 Fotos gemacht und dann... Oh, kennst du den? Das ist ja Wahnsinn. Der ist immer so oft bei dir im Stream. Wie ist der denn in echt so? Schlimm, schlimm ist das, Leute. Glaube ich den gut aussehen lebt. Ich sag mal, man macht Witze, ne? Aber bei den größeren ist es ja wirklich so, ne? Also, deshalb bin ich auch mal so ein bisschen vorsichtig, was. Also, ist natürlich. Ist eine andere Überleitung, aber ich bin halt trotzdem vorsichtig, wenn es so irgendwie um Privatsphäre und so weiter geht, weil ich weiß nicht, ich würde den ja auch schon als ein bisschen größeren oder größeren Streamer in Deutschland bezeichnen, hier Moondye7. Und der ist ja auch umgezogen, weil es ja bei dem tatsächlich Überhand genommen hat, dass Leute wirklich vor seiner Wohnung standen und so. Und der ist jetzt nicht Größe Gronkh oder Hand of Blood oder hier Montana Black oder sowas, sondern der hat ein paar tausend Zuschauer, also das ist ja schon ganz ordentlich. Und das hat halt bei dem echt zu Überhand genommen, dass dem Leute hinterhergefahren sind, wenn er einkaufen war oder sonst was. Du denkst, meine Fresse, was stimmt mit manchen Menschen nicht? Also es ist halt echt, das ist ja auch wirklich gruselig dann irgendwie. Du kennst die Leute ja dann nicht. Und, boah, also... Das finde ich schon irgendwie crazy. So auch, selbst bei den großen Streamern, Gronkh oder sowas, ich würde den Leuten ja niemals hinterherlaufen oder so. Also, weiß nicht, wenn man dem begegnen würde, wäre er schon irgendwie witzig. Aber ich würde ihn halt, ne, auch bei Filmstars und so weiter, das finde ich halt auch so, oh, wenn du da mal Storys von denen hörst, dass die sich irgendwo hinsetzen und was essen, dann kommen die Leute alle angerannt und wollen Fotos mit dir machen, wo ich denke, boah, ne, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich kann das verstehen. Und Bekloppte gibt es leider zu viele. Das ist ja, es ist ja immer nur ein ganz kleiner Teil, aber der reicht ja schon. Es würde ja schon reichen, wenn du, nehmen wir jetzt mal einen Gronkh, ne, der so seine 20.000, 30.000 Zuschauer in seinem Durchschnitt so im Stream hat. Es reicht ja schon, wenn davon nur einer oder zwei so drauf sind. Wenn nur eine fremde Person einfach vor deiner Tür steht und sagt, hallo, und du denkst, ey, der weiß, wo ich wohne. Und warum steht er hier oder sie? Also, oh, I don't know. Ganz, ganz gruselig irgendwie. Und einem Kumpel von mir, der auch streamt, da ist es halt ähnlich passiert. Der war anfangs auch ein bisschen unvorsichtig mit Bekanntgabe von seinem Wohnort und so weiter. Und dann hat er tatsächlich bei ich weiß nicht mehr, ob es bei Twitch oder bei Discord war, hat er mir dann erzählt, da hat ihm tatsächlich jemand geschrieben, hö, ist ja total witzig, ich bin gerade nur 5 Kilometer von dir entfernt oder sowas. Und da hat er sich auch gedacht, ich weiß ja nicht, ne, so... Wenn man den Leuten nicht aktiv gesagt hat, hier, ich wohne da und da, oder sich mal aktiv mit denen getroffen hat, das gibt's ja auch, ne? Hat er ja auch schon mit Leuten gemacht, mit die er dann ein bisschen länger kannte und so, mit denen ist er jetzt auch quasi im Real Life befreundet und so. Aber wenn die das dann halt einfach so droppen, ohne dass du die jetzt explizit eingeladen hast und gesagt hast, ich wohne da und da, das hinterlässt immer so einen Fadenbeigeschmack. So, jetzt machen wir mal jemanden Game weiter. Ich habe den Dieb gefangen, er wird dir nichts mehr stehlen. Ja, jetzt lass uns über die Belohnung sprechen. Was hast du denn zu bieten? Du kannst zwischen meinem allerletzten Boyard oder Zorkins wählen. Ist auch witzig. Ja, 50 Zorkins. Nein, Boyard. Wir nehmen den Boyard. Ich werde das Boyard nehmen. Und das Boyard, Entschuldigung, spielen. So. Aber auch witzig. Wir haben jetzt ja entschieden, den Dieb zu decken. Und aus unserer eigenen Tasche zu zahlen. Aber ich finde es interessant, dass er trotzdem nicht nachgefragt hat, wer der Dieb ist. Also mich hätte das ja persönlich interessiert, so dass jemand sagt, ja, okay, du hast ihn geschnappt, sehr gut. Und wer war es? Ne, hat er jetzt gar nicht gefragt. Ah, okay. So, und jetzt müssen wir irgendwie zu diesem Gefängnis kommen, ne? Wir können uns denn da hinbringen? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass man da irgendwann hin musste. Zorkatras. Ja, normal ist die erste Frage gewesen eben. Was genau meinst du jetzt, Hoffel, mit der ersten Frage? Wir arbeiten bestimmt zusammen und zocken dich ab. Das wäre geil.
Das wäre, ey, du tust, als würdest du das klauen und dann sagst du hier, ja, das wäre ein guter Scam. Respekt. Ach so, wäre nochmal die erste Frage gewesen, wer Stibitz hat. Ja, genau, richtig. Genau. Aber na gut, sie wollten es jetzt wahrscheinlich irgendwie umgehen, dass er jetzt hier dann irgendwie rumstammeln muss oder so. Ne, da können wir nicht weiter. Mit der Leuchtturmlampe sind wir auch noch nicht groß weitergekommen. Okay, dann machen wir jetzt erstmal. Hallo? Ruhs Insel. Lass uns erstmal darüber fahren. Wie du willst. Denk nur daran. Ja, ja. Da denke ich weiter dran. Das Laoka, das nach Talansar führt, wurde vor vielen tausend Monden entdeckt, als ein Sankar-Fänger einen fast umgekehrten Talaner weit von Tyana entfernt im Wasser treiben sah. Nachdem sich dieser Talaner wieder erholt hatte, konnte er sich nicht einmal mehr erinnern, wer er war und wie er ins Wasser gefallen war. Kein Talaner hatte ihn jemals zuvor gesehen. Erst als ein Boot aus der Region Talansar kam, erkannte ihn einer der Talaner an Bord. In Talansar hatten sie eine Daoka entdeckt. Und dieser mutige Talaner wurde ausgesandt, um die andere Seite zu erkunden. In der Nähe der Stelle, an der man den Talaner aufgegriffen hatte, fand man tief unten auf dem Grund des Meeres das Daoka, durch das er gekommen war. Und Talansar und Okasankar waren fortan vereint. Interessant. Okay. Ich überlege echt noch, wie wir zu diesem Knast kommen. Also rüberschwimmen fällt aus. Wir können nachher irgendwann schwimmen, wenn wir eben hier die Kacke von diesem Gorgo haben, das Zort. Dann lassen uns mich die Haie in Ruhe. Da müssen wir es nur in die Hand nehmen, glaube ich. Aber da kommen wir jetzt natürlich noch nicht ran, weil wir brauchen erst diesen komischen Pilz. Ah nein, das war so klar. Es war so klar. Und jetzt hänge ich hier auch noch fest. Und wir sind einfach instant gestorben, weil wahrscheinlich hinter uns gerade ein Hai kam. Das war so klar. Ich habe mir zwischendrin, da kam jetzt übrigens angeschwommen, zwischendrin noch kurz gedacht, Mensch, vielleicht sollte ich einmal speichern, aber ich dachte, ich wäre so im Flow. Ach du Scheiße, Leute, wann habe ich denn hier zuletzt gespeichert? Das ist richtig lange her, ne? Nicht der Lexikon. Ja, wir müssen hier wieder den Dieb stellen. Ach, ist gut, wir können ja die ganzen Dialoge wegklicken. Das ist ja das Schöne. Wissen ja auch, wo wir uns jetzt hier verstecken müssen. Auch das parallel zu Witcher 1 im Sumpf. So, gab's. Ich hab dich gesehen. Steh, du Dieb. Hey, Knirps. Hey du, ich habe gesehen, wie du Du hast. So, bla 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 bla. Ich muss jetzt natürlich vorsichtig sein, dass den Dialog. Nein, wir verpfeifen dich nicht. Bedeutet. Oh, halt, das Geheimnis quatschen wir noch, weil sonst können wir den Bootstypen hier nicht drauf anreden. Bla 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 bla. Okay, sehr gut, das haben wir. Übrigens, hast du schon von dem neuen Game von 11-Bits gehört? The Altars sieht super interessant aus. Nee, kenne ich nicht. Sag mir jetzt nichts. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir das mal bei Twitch per Whisper schicken? Sonst habe ich es mich am Ende des Streams schon wieder vergessen. Ich kenne mich. Ich habe den. Ja. Was hast du? Oder ins Discord posten oder whatever. Reicht. Aber Whisper reicht. Wir möchten das Boja. Ich werde das. Wie du. So, okay. Auf zum Hafen. Der, glaube ich, auf der anderen Seite liegt. Und hier müssen wir aber nochmal schwimmen gehen. Ich schicke mal einen Steam-Link im Whisper. Ja, sehr schön, danke. Will ich mir mal angucken. 11 Bits, was haben die noch gemacht? Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Meine ich zumindest. Was haben die noch für Spiele gemacht? Du bist schon zum zweiten Mal auf den Scam reingefallen, ja. Das stimmt. Ich
Ich mag das Steingeräusch irgendwie, wenn man läuft. Klingt irgendwie schön. Stabile organische Energie geortet. Mhm. So, jetzt erstmal einfach nur, nicht, dass ich jetzt hier... Nein, das wollte ich nicht. Nicht, dass ich jetzt hier Pech habe und fall da auch nochmal ins Wasser während der Bootsfahrt, wegen einem Glitch oder so einem Scheiß. Speichern wir jetzt schon mal. So. Hallo. Auf zur Insel. Ja, nicht ins Wasser fallen. Nein, mal gucken, ob er uns jetzt gleich erzählt. Talansar führt, wurde vor vielen tausend Monaten entdeckt, als ein Sankar-Fänger einen fast umgekehrten Talaner weit von Cyana entfernt im Wasser treiben sah. Nachdem sich dieser Talaner wieder erholt hatte, konnte er sich nicht einmal mehr erinnern, wer er war und wie er ins Wasser gefallen war. Kein Talaner hatte ihn jemals zuvor gesehen. Erst als ein Boot aus der Region Talansar kam, erkannte ihn einer der Talaner an Bord. In Talansar hatten sie eine Daoka entdeckt. Und dieser mutige Talaner wurde ausgesandt, um die andere Seite zu erkunden. In der Nähe der Stelle, an der man den Talaner aufgegriffen hatte, fand man tief unten auf dem Grund des Meeres das Daoka, durch das er gekommen war, und Talansar und Okasankar waren fortan vereint. Ich weiß, das haben wir eben schon gehört, aber ich wollte nicht unhöflich sein. Ich wollte ihn ausreden lassen. Rustpunk und The Swarf, mein... Oh! Oh, okay, dann bin ich jetzt aber richtig angefixt. Das werde ich mir definitiv direkt nach dem Stream mal angucken. Aber jetzt bin ich auch irritiert, weil die arbeiten noch momentan. Ich meine, das ist ja quasi schon fast fertig. Und kommt ja, ich glaube, im zweiten Quartal raus, Frostpunk 2. Das wundert mich, dass die jetzt noch ein anderes Spiel parallel. Ich dachte, dass als erstes Frostpunk 2 kommen sollte. Ja, genau. Aber das ist ja auch quasi fast fertig, ne? Ich habe jetzt, ein Kumpel hat es mir zumindest erzählt, dass es im zweiten Quartal kommen soll, was ich persönlich für Frostpunk keine gute Idee als Release-Daten finde. Ich finde, die sollten ja eigentlich wenigstens bis zum nächsten Wintereinbruch warten, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich hätte jetzt nicht so die Lust, im Hochsommer oder generell, wenn es warm ist, oder wer mehr, ein Spiel wie Frostpunk zu spielen. Das ist für mich so ein klassisches Winterspiel. Also, da freue ich mich auch tierisch drauf. Was ich mich bisher im Trailer gesehen habe, sieht schon echt geil aus. Und der erste Teil war halt auch einfach genial. Oh, der leidet aber hier komplett. Achso. So, ein bisschen auf meine Munition achten. Wir nehmen jetzt nochmal die normale Pistole hier. Oder wir können ja auch mal die Flamme davon. Oh, ne, das nicht. Hiervon? 68. Komm mal her. Wir machen es jetzt mal hier hardcore. Oh. Das ist ein Hardcore. Ja, lauf da rein. Schön. Wie die Tigerhunde mit Granaten weggesprengt. Kompletter Overkill. Aber wir haben so viele davon. Warte mal, so lange, bis er mit der Pistole schießt, wenn ich die gezogen habe. Aber das Gefühl, auch die Linien explodieren viel zu früh. Wir müssen eigentlich noch ein bisschen länger warten. So, alles klar. Jetzt haben wir aber alle. Was sind das hier eigentlich? Ach, eine Muschel. Mal wegen Landsberg gegoogelt. Das könnte sein, dass ich sowas Dr. Gruselheim und U-Bahn auf sowas so etwas beziehen. Dort sind schlimme Dinge damals passiert. Und Sigrid von Essen war aus. Landsbach oder Berg? Okay. So, linkes Geflüster, den Trailer fand ich interessant. Ja, ich bin echt gespannt, also...
Bin da sehr, sehr gespannt. Also vielen Dank dafür schon mal. Ich gehe bezüglich Wespe Biene davon aus, du hast noch keine Fliegengitter in deinem Zockzimmer. Licht zieht die an. Und bitte, wenn du trinkst aus Glas, nicht in die Dose krabbelt. Schau auf das Glas, wenn du trinkst, nicht auf den Monitor. Ja, ich bin gerade etwas überrascht, wie du jetzt auch auf Bienen und Wespen kommst. Also, nee, bei mir ist alles gut. Ich habe jetzt hier auch, zumindest wenn ich zocke, ist auch Fenster zu und so weiter. Also... keine Sorge. Im Augenblick sind bei uns auch noch keine unterwegs, weder Bienen noch Wespen. Mir aufgefallen in der Aufzeichnung. Ach so. Stimmt, stimmt. Wir hatten ja mal einen im Stream, wo ich mal kurze Pause machen musste. Für den Sommer dann halt. Ja, ja, richtig, richtig. Stimmt, du hast recht. Nee, ich sehe das ja auch so aus dem Augenwinkel, mein Glas. Genauso wie der Monitor ja über mir, wo euer Chat ist. Das ist halt wirklich schon, finde ich tatsächlich immer faszinierend, wie gut man so als Mensch Bewegung wahrnimmt. Finde ich echt irgendwie faszinierend. Das ist halt wirklich auch direkt ohne... Ich gucke ja nicht aktiv die ganze Zeit um auf den Monitor, aber im Prinzip sehe ich eigentlich fast immer, wenn dann eine neue Zeile auftaucht. Und wenn hier was sich im Glas bewegen würde, würde ich das eigentlich auch sein. Soll ich mal was Tolles sagen? In einer Woche bin ich in Singapur. Das ist wirklich cool. Ja, aber ich muss sagen, wenigstens... Wie gesagt, bei uns hat hier nicht nur heute die Sonne geschienen, sondern auch gestern. Das hat halt auch schon echt gut getan. Einfach mal ein bisschen Sonne abzubekommen. Jetzt wäre fast wieder nicht gesprungen, das Aas. Also noch so vor einer Woche wäre ich noch deutlich neidischer gewesen. Bis hier nur grau in grau war und ständig nur beschissener Regen. Das hat echt, echt gut getan. Speichern, ja. Ich werde gleich nochmal speichern. Hier vor der Bootstour nämlich. In so Spielen traue ich so Sachen mich immer nicht so von wegen jetzt Char. Auf einem sich bewegenden Objekt befinden. Ich wundere, dass das hier bisher so gut funktioniert hat in dem Boot. Denn in wie vielen Spielen ist man dann plötzlich stehen geblieben, obwohl sie das Ding weiter bewegt hat. Das halt einfach mal gar nicht funktioniert hat, man da durchglitscht. Kannst du mich zurück nach Ziana? Wäre mir ein Vergnügen, Ulukai. Super, war gerade 20 Kilometer im Rhein wandern, Sonne war toll. Ja, es ist einfach echt herrlich. Kein Talaner weiß, wo sie herkommen. War schon. Manche hier glauben, die Jods hätten sie benutzt, um das Leben auf Adelpha zu erschaffen. Der Legende nach haben die Jods sie errichtet, um Adelpha schnell besiedeln zu können. Doch bald nachdem es die ersten Talaner auf Adelpha gab, wurden die Jods zornig und ließen ihre Wut an Adelpha aus. Sie begruben alle Daokas und die meisten der frühen Talaner. Seit dieser Zeit haben die Talaner stets ihr Bestes getan, um die Jods zu besänftigen, damit sie sich niemals wieder erzürnen würden. Deshalb glauben wir auch, dass uns die Jods alle paar Monde ein weiteres Daoka finden lassen, damit wir uns weiter auf Adelpha verbreiten können. Ah, interessant. Ja, da haben wir ja noch gar nichts auch so weiter als Infos bekommen, nämlich wo die Daokas herkommen und so. Hm. Da bin ich immer gespannt, ob da noch... Also im zweiten Teil gibt es auch wieder Daokas, die sind dann aber mehr oder weniger so als Schnellreise, weil es ist jetzt ein großer Abschnitt, Adelpha, halt eine große Open World. Also es gibt nicht mehr so einzelne Level-Abschnitte oder mehrere Open World-Abschnitte, wie auch immer. Da bin ich mal gespannt, wie sie das auch erklären werden, weil das halt ein komplett... Also die Welt jetzt plötzlich komplett anders aussieht. Ich hoffe mal, sie werden dafür auch irgendwie eine Erklärung finden und das nicht einfach so hinstellen und sagen, ja, ist halt so. Also bin generell mal gespannt, wie sie den Spagat zum ersten Teil machen wollen, weil einiges passt nicht mit dem zusammen, was wir im ersten Teil über diese Welt erfahren. Aber naja gut, lassen wir uns mal überraschen. Ja, und Thema Sonne, ja, war schon fast ein bisschen traurig heute zu streamen, weil ich mir denke, so geiles Wetter.
aber gut. Hier sollten wir doch das Zeug bringen. Wir haben doch da jetzt gerade diese Pflanzen gesammelt, oder nicht? Unbekannte Pflanze, seltsame Substanz. Horus Waffe. Da. Jaguarach, Boyard. Das haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch diesen einen Pilz hier, den letzten. Mit dem bekommen wir, wenn wir nach Zorkat was fahren. Und ja, es heißt wirklich so. Hat so ja sogar Cutter Slate angemerkt, dass ihm das sehr bekannt vorkommt irgendwie. So, gucken wir mal, ob wir dazu irgendjemanden... Ja, da können wir noch jemanden zu befragen. Ich wollte heute tatsächlich auch mal wieder joggen gehen. Wollte ich eigentlich schon gestern, aber ich habe gestern noch einen Geschirrspüler geholt und angeschlossen. Das hat alles ein bisschen länger gedauert. Kleine Probleme noch gehabt. Und, naja. Wenn man so ein Scheißding anschließt und man hockt und kniet dauernd auf dem Boden. Alter Schwede. Und dann halt noch gestern Abend feiern gewesen. Man ist ja sowieso so ein bisschen entkräftet, ne? Der Alkohol entzieht dem Körper ja alles Wichtige, was man eigentlich sonst so braucht. Da kommt ja der Kater her, das wisst ihr ja wahrscheinlich ja eh schon. Und naja, meine Beine schmerzen heute, als wäre ich gestern scheiß Marathon gelaufen. Ist unglaublich. Also das war keine gute Kombination, da irgendwie eine Dreiviertelstunde kniend und hockend die Scheiße da anzuschließen und dann abends noch ein Heben zu gehen. Und alter Schwede, echt, meine Beine machen mich fertig heute. Und das in deinem Alter, ja. Hier ist gerade übrigens noch eine Sache aufgefallen. Wartet mal ganz kurz. Ich muss hier nochmal eine Sache machen. Ich habe nämlich gar nicht, weil es heute so relativ hell ist, habe ich ganz vergessen, hier meine Lampen anzumachen. Meine tollen U-Lampen. So. Und wieder zurück ins Game. So. Fragen wir immer dazu. Was weißt du über Zorkatras? Diese Insel wird von Feran für die Unterbringung seiner Krieger genutzt. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Hast du schon Zida gefragt, ob er dich hinbringen kann? Er liefert Nahrungsmittel und andere Sachen auf die Insel. Aha. Seht ihr, jetzt wissen wir, dass der Zida uns da auch hinbringt. Ich dachte, du hättest die Lampe an. Ja, das ist, im Stream sieht man es tatsächlich nicht ganz so, außer wenn sich mal wirklich richtig krass die Umgebung ändert. Hier sieht man es jetzt ein bisschen. Guck, hell, dunkel. Hell, dunkel. Die passen sich ja dynamisch. Das ist ja wie das, die sind ja auch vom Philips. Die haben ja diese Ambilight-Fernseher und das kann man ja auch quasi ja nachträglich kaufen und eine App auf dem PC installieren und dann, ich habe halt so links und rechts so zwei Ikea-Lampen und da sind die eben dran. Das ist ganz cool. Je nachdem, gerade so im Fantasy-Spielen und so, wo dann mal tatsächlich sich die Spielwelt auch sehr farbenfroh und so sein kann, das ist schon ganz cool irgendwie. Ich habe hinter mir noch eine, das seht ihr natürlich nicht. Wortspiele funktionieren ja nicht immer. Ach so, die Lampe an. Nee, ich hatte gestern alle Lampen an. Wobei, nee, ganz so schlimm war es nicht, aber ach, doch, es hat gereicht. Jo. Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin heute auch nicht so ganz auf der Höhe immer noch. Deshalb, so, nach Zorkatras gehen. Kannst du mich nach Zorkatras bringen? Jetzt gibt's Action. Zorkins. Wie viel? Viele. 120 Zorkins, jo. In Ordnung, hier. Der Typ ist geil. Der gefällt mir. Wir gehen. Hör gut zu. Du gehst in Wasser. Wenn ich sage runter, du gehst in Wasser runter, bis ich komme an bei Doc. Wenn du kommst hoch, ich gehe sehr schnell und lasse dich allein. Blase Horn an Doc, um zu rufen mich zurück. Aber ich nicht komme, wenn Krieger da. Verstanden, man kann sich ja plötzlich richtig gut mit dir unterhalten. Ja. Ulukai, runter jetzt. Okay. Ulukai, runter. Achso, ich soll ihm wirklich die ganze Zeit hinterher schwimmen. Okay, okay, okay. Ja, dann speichern wir aber. Oh, vorher nochmal. So viel dazu. Dann speichern wir nicht. Okay, in der Nähe der Boote kommen diese bösen Fische ja nicht. So soll das, glaube ich, sein. Das dauert ja jetzt Stunden. Genießt das Leben so, als ob es jederzeit zu Ende sein kann. Ja, das stimmt. Ah, guck mal, jetzt konnte man. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt theoretisch dahin könnte. Ich will mal nicht zu gierig sein. Guck mal, hier liegt überall geiler Scheiß. Da auch bei dem Tempel sehe ich gerade. Oh, der eine ist schon ganz schön dicht hier bei uns. Hau ab!
Aber was so ein bisschen immersionsbrechend ist, dass das hier alles sehr flach ist, das Wasser. Na, wir können. Der Grund ist ja vielleicht gerade mal, weiß ich nicht, 2-3 Meter unter uns. Dafür, dass der Typ uns vorne erzählt hat, dass das hier eigentlich ursprünglich mal ein Gebirge war, was jetzt komplett überflutet ist. Und die Inseln eigentlich so die Gebirgs... die Berggipfel waren, so rum. Uiuiuiui. Dafür ist es hier halt ein bisschen zu flach. Nein, 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 hau ab, Fisch. Die tun uns jetzt gerade einfach nur nichts, das ist schon mal gut. Das sind nicht alle Lampen ausgeschossen, aber okay. Dann werdet ihr heute wohl nicht streamen. Aber es ist irgendwie eine komische Tradition. Beim zweiten oder ersten Outcast-Stream, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, da war ich auch ganz schön verkatert, weil ich da auch vorher unterwegs war. Ja, was ist denn jetzt los? Was macht ihr denn? Ihr gebt hier einfach Vollgas. What the fuck? Er hat einfach mal Modo angeschmissen. What the hell? Aber ich meine, hier sind wir ja auch sicher. Aber ich glaube, das sollte eigentlich nicht so sein. Dass er so abhäst. Das ist das Horn, was wir blasen müssen, wenn wir hier weg wollen. Wir tauchen jetzt mal ein bisschen. Wir kennen dich ja gar nicht anders. Ja, danke. Okay, okay. Wie kommen wir denn hier jetzt ran? Irgendwo muss ja eine Treppe sein. Hallo, Leute. Aber die kriegen das gar nicht mit, dass wir hier sind. Das ist schon mal schön. So. Also wir können hier nicht rausklettern, da Lara Croft würde sich totlachen drüber. Schlecht, wie hier irgendwie aus dem Wasser kommen. Wo ist, sind die hier eigentlich noch so Bojen? Nee, ne? Glaube ich gar nicht gut, dass ich hier rumschwimme. Wo muss ich doch hier rausgehen, um Himmels Willen? Auch da kann ich mich gerade irgendwie so ein bisschen dran erinnern, hier an den blöden Gefängnis rumzuschwimmen. Da ist schon beim ersten Mal zocken so meine Probleme. Oh oh. Braves Fischlein. Bleib schön weg von mir. Nein, nein, nein. Nicht mich fressen. Ich wette, ich bin halt auch genau verkehrt rumgeschwommen, ne? Oh, da ruft schon jemand Alarm. Hä, das kann doch gar nicht sein. Ich kann hier auch nicht hochklettern. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt einmal rum. Der fährt da hinten noch rum. Wie ein Wahnsinniger. Hä? Naja. Machen wir halt mal hier eine Badetour. Das gibt's doch gar nicht. Wir waren eben wahrscheinlich schon irgendwie richtig. Vielleicht doch bei dieser komischen Brücke, wo man drunter durch konnte. Ah, vielleicht, ich glaube, man muss da in den Innenhof schwimmen, also dass man da reintauchen kann. Das habe ich mir eben tatsächlich schon kurz gedacht. Und habe es verworfen, weil ich mir auch wiederum gedacht habe, nee, das ist viel zu kompliziert, wie du hier wieder denkst. Aber das wird es sein. Einmal um die Stadt schwimmen, ja, aber echt. Lass mal gucken hier. Ach, nee. Geht hier einfach um die Ecke. Na toll. Guck mal, hier haben sie Zorkins versteckt. Was haben wir da noch? Mehr Muscheln, mehr Munition, herrlich. Bei dem Rumgetauche kriege ich echt wieder Bock, Tomb Raider zu zocken, muss ich wirklich sagen. Da geht's raus. Gerade die neueren, da hätte ich echt mal wieder Bock drauf, die nochmal zu spielen. Das wird man in meinem Stream auch nochmal machen.
so den anderen Streaming-Backlog mal ein bisschen weggearbeitet habe. Machen wir erstmal noch die paar von den alten und dann nochmal. Und dann arbeiten wir uns zu den neuen vor. So, jetzt haben wir ja auch alles abgefrühstückt hier drin. Jetzt geht's mal ein bisschen hier. Ein bisschen Action. Apropos. Oh. Wie kommen wir denn hier jetzt überhaupt weiter? Kann er sich da draufziehen? Ja, kann er. Wie kommen wir denn da vernünftig rein? Hier dann hoch oder was? Ja, tatsächlich. Es wirkte irgendwie jetzt nicht unbedingt zwangsläufig so, als müsste das so sein, aber okay. So, jetzt ist natürlich toll, dass ich jetzt diesmal das Handbuch nicht aufgemacht habe. Dass ich schon wieder nicht mehr weiß, was was ist. Proxy ist klar. PPS oder Ubik Ohr? Was war das Hologramm? Kann ich hier speichern oder kommen die dann angeschissen? Ich probier's mal. Wir dürfen ja nicht zu dicht bei den Kriegern speichern. Ist sowas wie Seepferdchen, ja genau. So, wir gucken mal. Nehmen wir das Ding hier. Ja, das wollte ich. Und jetzt geht's rund hier. Hallo. Junge, das brummt aber. Lauf mal weiter. Boah, Alter, guck mal da hinten, Leute. Tü-tü-tü-tü-tü. Hallo, Freunde. Mist, das ging daneben. Aber zweimal noch erwischt. Wir kriegen nochmal einen Arsch. Ne, oder auch nicht. Schade. Der aus dem Rucksack packt. Ja, das habe ich aber tatsächlich auch nochmal. Haben wir denn jetzt hier eigentlich darüber? Tatsächlich auch schon mal erzählt. Hey, hey, hey. Macht hier einer auf Sniper. Dass es im Spiel tatsächlich erklärt wird, dass der Rucksack mit Nanotechnologie arbeitet und alle Items da drin quasi mit Naniten verkleinert werden und deshalb passt das alles da rein. Dass manche Waffen halt auch viel zu groß sind oder gerade die Munition hier für die Maschinenpistole, die wir nutzen, ein riesen Trümmer ist, das haben wir dahingestellt. Sag mal, was macht er denn hier? Der macht hier einen auf Tom und Jerry. Das ist was Steckspielen hier. Wir machen hier mal ein bisschen. Oh ne, für dich brauchen wir hier den dicken Oschi. Hat man diesmal direkt erwischt? Sieht gut aus, ne? Er ist tot, okay. Hier können wir vielleicht zwei auf einmal treffen. Oder auch nicht. Ah, es ging komplett daneben. Ein bisschen hier Abwechslung haben. Das ging, glaube ich, jetzt komplett daneben. Ja, irgendwie schon. Eieieiei. Und der schießt ihm erstmal auf die Füße. Wo zielt er denn hin? Guck mal manuell zu. Junge, 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 der Typ hätten wir jetzt echt wissen. Wisst ihr was? Ah, ich kann nicht laufen, wenn ich das Ding benutze. Okay, sehr schade. Nimm das. Oh. Offenbar verschwindet die Kugel, wenn ich aus dem Zielfernrohr gehe. Das ist ja überaus logisch. Das wird dann bestimmt währenddessen getroffen. Nee.
Retten soll einfach nicht. Na gut. Erstmal muss man den da hinten ausknipsen, den nervt der tierisch hier. Schießt der wieder? Zack. Der war, ich wollte gerade sagen, warum wird er mir denn noch lebend angezeigt? Ja, das war ja der, den wir gerade erwischt haben, der hat ja nur geschlafen. Das war mir so selten, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, zwei sind noch übrig. Sind irgendwo dort oben. Oder hier drin, hier drin. Da geht doch nicht zu hohe Feuerrate. Ach, die Dinger meine ich halt. Das ist halt so riesig für eine Munition. Vor allem, wenn das nur 10 Schuss sind. Aber okay. So, Zorkins, sehr schön. Munition auch schön. So, und jetzt müssen wir gucken. Hier muss ja irgendwo noch dieser komische Dude sein. Sitzt der vielleicht hier oben auf dem Dach, wenn man dort auf das Dach kann? Sieht so aus wie so ein... Diese Gebäude kennen wir ja schon. Wenn ihr hier öfter mal gebaut. Ohnmächtig, ja. Nee, hier ist keiner. Strange. Strange, strange, strange. Na gut, wir haben ja noch nicht alles erkundet. Erstmal mussten wir erstmal alle über den Haufen ballern. Dann sehen wir uns mal ein bisschen um. Irgendwo muss der Dude ja sein, der hier noch. Der den Pilz hat. Ein bisschen Munition muss sein. Ach da, das sieht doch nach einer Gefängniszelle aus. Dafür, dass das Ding jetzt Zorkatras heißt, ganz schön wenig Gefängniszellen. Ich glaube, das ist die einzige. Aber okay. Gut, andererseits haben die auch gesagt, dass das hier als Hauptkaserne und Trainingsding benutzt wird. Also nicht primär als Gefängnis. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir den Schlüssel haben. Da brauchen wir dafür einfach einen stinknormalen Türschlüssel. Ah, den hat bestimmt... Wartet mal, da wo wir den Obermuckel umgelegt haben. Gucken wir mal, ob der irgendwas Spezielles hatte. Habe ich ja wieder so viel verpasst. Hattest du den Leuchtturm schon aktivieren können und was musstest du machen? Weil Sven. Das ist ein stinknormaler Schlüssel. Nee, doch nicht. Das ist ein anderer. Nee, den Leuchtturm haben wir noch nicht aktiviert. Wir sind hier mit einem Boot zu Zorkatras gefahren. Ja, das Ding hier ist wirklich so. Diese Kaserne / Knast. Hier habe ich alle über den Haufen geballert und jetzt wollen wir hier den Typen befreien. Der hat nämlich den letzten der Pilze, die wir brauchen, um Urus Munition... für Urus Waffe herzustellen. So. Das einfach so benutzen. Nein. Jetzt heißt es daran, den Schlüssel zu finden. Der hier. Schlüssel Zorkatras. Ah, die Entwickler haben es wenigstens richtig benannt. Das ist schön. Ich klaue erstmal die Sachen aus deiner Zelle, dann quatsche ich mit dir. Hallo. Bist du Martigal? Ulukai, was machst du hier? Ich hole dich hier raus. Die Krieger haben sich darüber unterhalten, dass du gekommen bist, aber ich hätte nicht erwartet, dass du mich für wichtig genug hältst, um mich zu retten. Warum hast du das getan? Naja, zum Teil aus Eigennutz. Ich hoffte, du hättest noch immer den Boyard, den du von Zafar gekauft hast. Deswegen bist du hierher gekommen? Ja. Hast du ihn? Aber ja, Ulukai. Ich hatte ihn für die Wachen aufbewahrt. Aber ich denke, jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Ist klar. Oh, guck mal, wir können auch was mit den Gorgor-Zahn sagen.
Ist auch geil. Einfach mal hierher gekommen, ein halbes Dutzend, ach nicht mal ein halbes Dutzend, war bestimmt fast ein Dutzend Leute, umgenietet, um so einen scheiß Pilz zu bekommen. Ja, das hätte ich gesehen mit dem Boot nur vorhin. Halt etwas sehr viel Multitasking-Discord. Und das kann ich ja so gar nicht. Alles gut. Ich spreche nur auf den Gorgorzahn an. Den haben wir, glaube ich, bei dem Tempel da gefunden. Du hast von einem Gorgorzahn gesprochen. Hat er? Ja. Ich habe das hier hinter dem Phantasmarad gefunden. Hm. Nein. Oh nein. Es tut mir leid, Martigar. Er hätte das nicht tun sollen. Mein Vater war sehr mutig, aber auch sehr einfältig. Ich bin sicher, er ist jetzt bei euren Jods. Ja, ich weiß, dass er dort ist. Danke, Ulukai, dass du mir das hier gebracht hast. Ich möchte dir dafür auch etwas geben. Lass nur, das musst du nicht. Doch, mein Vater würde er wollen, spricht dass voll du komisch. Es bekommst. Setze es gegen Feran und seine Untergebenen ein. In Ordnung? Alles klar. Okay, der letzte Satz jetzt gerade, als ich sagte, er spricht komisch, den hat er normal gesagt. Aber eben hat er sehr viele Wörter sehr komisch betont. Vielleicht soll das so Absicht sein, weil das ja eigentlich nicht so seine Muttersprache ist. Aber wirkt ein bisschen merkwürdig. Also los, ich bring dich hier raus. Nein, ich bleibe hier. Wie bitte? Ist das dein Ernst? Mir wurde befohlen, mich gefangen nehmen zu lassen. Ich habe den Bojat gekauft, um fliehen zu können, sobald ich etwas Wichtiges über Feran in Erfahrung gebracht habe. Soll das heißen, ich habe mir all die Mühe ganz umsonst gemacht? Ich bin dir dankbar, Ulukai. Du bist ein wahrer Held. Mach dir keine Sorgen wegen der anderen Krieger. Ich komme schon klar. Das sollte einfältig klingen, denke ich. Kann sein, ja, aber ich... Ja, zu Beginn dachte ich sowas in die Richtung auch. Ich fand, es klang schon echt sehr merkwürdig. Aber na gut. Was soll's. Jo gut, dann bleibt er jetzt halt auch im Knast. So, hier. Usmans Horn von Gondor. Junge, guckt euch das an. Alter Schwede, ey. Das Ding geht ja ab wie das Schiff bei... Oh, das Schiff sah ich schon. Das Boot bei One Crazy Summer. Herrlich hohler Film. Wer im Film kennt, der weiß, welches Boot ich meine. Und was für Motor die in dem Boot haben. Das will ich mich jetzt nicht verraten, weil alle, die es noch nicht gesehen haben. Willst du zurück nach Cyana? Ja. Alter. Junge, Junge, warum fährt der mich nicht überall durch die Gegend? Alter Falter, ey. Nicht schlecht, Mann, nicht schlecht. Ja, so wie mit dem Schwerhörigen, nur anders. Ein bisschen schon, ja. So, okay. Warte mal, jetzt haben wir alles. Ne? Ich glaube, wir müssen mit ihm hier sprechen, dass er die Munition damit jetzt herstellen kann. Der hat den Super Plus-Sprit. Ja, allerdings. Den richtigen Shit, ja. Okay. Ja, dann gucken wir jetzt mal ins Logbuch. Für 5 Munitionspäckchen benötigt Uru, 5 Bojat und 5... Okay, das müssen wir Uru geben. Ja, der Talaner, der wurde dorthin gebracht, ja. Okay, okay, okay. Gut, ja, gut. Gut, gut. Und der hatte nicht mal einen Motor, ja. Das stimmt. Oder der ist einfach nur getarnt. Tarnkappenmotor. Nicht zu verwechseln mit dem Tarnkappenkatapult. Lass uns bitte zu. Wie du willst. Und was erzählt er uns diesmal? Gar nichts. Ich kann jetzt schon mal sagen, wir müssen gleich mal eine Pause machen. Wie ihr vielleicht gerade auch schon gesehen habt, ist mein Glas ziemlich leer und ich habe aus irgendeinem Grund ganz schön Durst heute. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Bin ich unverständlich. Dass mein Körper so viel Flüssigkeit verlangt. Danke, Mann. Okay. Jetzt laufen wir einmal zu Uru und dann ist das, glaube ich, ein guter Punkt. Dann machen wir da kurz mal ein Päuschen, dass ich mir noch was zu trinken holen kann. Ich bin ja mal gespannt. Also an den... Ich
weiß, dass es diesen Gorgor-Kampf gab. Aber das Witzige ist, ich kann mich gar nicht mehr wirklich an das Aussehen von den vier erinnern. Was witzig ist, weil es einer der wenigen Bossfights in dem Spiel hier überhaupt ist. Und echt, ich habe keinen Plan mehr, wie das Vieh aussieht. Bin ich echt mal richtig gespannt jetzt. So, okay, dann speichern wir einmal. Und dann, wie versprochen, oder versprochen, angekündigt, machen wir jetzt hier mal 5 Minuten Pause und dann geht's gleich weiter, Leute. Bis gleich.
Erstmal das Mikro hochziehen. So, da sind wir wieder. Okidoki. Bin mal gespannt hier auf den Fight. Und er liegt wieder rum und schläft. Och, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder hier rumschreien. Material liefern. Wegen der Sachen, die du haben wolltest. Ja? Hier sind sie. Sachen gepackt und fertig zum Aufbruch. Oh, endlich! Mein Schicksal nimmt seinen Lauf. Also los, gehen wir! Uha. Wo ich gerade den alten Typen da übrigens sehe. Der hat vorhin schon gesagt, dass mir meine Beine heute Probleme haben. Er hat sich... Wie wirken diese Boyat und Daguerach auf so einen Gorgor? Ruhe bitte! Ich muss mein Phantasma konzentrieren. Schon gut. Dass mir meine Beine Probleme waren. Ich bin eben fast nicht aus dem scheiß Stuhl hochgekommen, ne? Alter Schwede, lange sitzen ist halt auch nicht gut dann dafür. Boah, das gibt's gar nicht. Wie weit ist es denn bis zur Insel? Willst du hier aussteigen? Nein, nein, aber wie lange wird es noch dauern? Ah, du freust dich auf die Jagd, stimmt's? Nein, ich interessiere mich nicht für deinen Gorgor, Uru. Ich muss nur das Mon holen. Oh, das ist wichtig, nicht wahr? Sehr. Wie der Tod des Gorgors für mich. Wir alle haben unsere Bestimmung. Ich find's witzig, dass es so ungeduldig fragt, wie lang es bis zur Insel dauert, wenn er die Insel sogar am Horizont sehen kann. Dann kann man doch sehen, okay, wir bewegen uns so schnell. Reflext, wie lange dauert diese Fahrt denn noch? Wieso, Ulukai? Hast du Angst vor Booten? Hey, ich bin ein US Navy SEAL. Es gibt nichts, was mich auf dem Wasser schocken kann. Dann könntest du vielleicht auch ruhig sein, während ich mich auf den Kampf vorbereite. Okay. Was hat dir das Tier getan, dass du so aufgebracht bist? Na, du verstehst nichts von der Bestimmung eines Feejägers. Dieser Gorgor hat den letzten Kampf gewonnen und mich fast umgekehrt. Aber eben nur fast. Du solltest doch froh sein, dass du noch lebst. Nein! Ich habe versagt. Ein Jäger, der von einem Tier besiegt und nicht umgekehrt wurde, ist kein ebenbürtiger Gegner für das Tier gewesen. Dieser Gorgor fürchtete mich nicht und ließ mich am Leben. Das ist nur ein Tier, Uru. Es kann nicht denken, es handelt einfach. Oh, da hinten steht er schon. Dieser Gorgor ist anders. Er ist schlau. Du wirst schon sehen. Ich habe schon zu lange für diesen Mond gebetet und er weiß, dass ich wiederkomme, um ihm Respekt beizubringen. Indem du ihn tötest? Du hast komische Ideen, Uru. Warte nur ab. Warte einfach ab. Sein Pferd ist auf offener See, ja. Nummer 30 wird. Ja, das habe ich ja leider schon seit einiger Zeit überschritten, die 30. Wo gehen wir? Hey, hey, was machst du da? What the fuck? Verdammt, Uru, warum machst du denn den Quatsch? Ich werde die Insel erst dann verlassen, wenn der Gorgor besiegt ist. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wie sollen wir denn jetzt von hier wieder wegkommen? Darüber können wir uns Gedanken machen, wenn ich mein Schicksal erfüllt habe. Sekunde mal, was stimmt mit dir nicht? Der Gorgor! Der Gorgor ist doch nur ein dummes Tier. Wegen eines blöden Viehs hast du uns hier auf der Insel schon. Da ist er doch. Du läufst genau drauf zu. Du winselst wie ein Tornhaar. Irgendjemand wird uns schon suchen. Sie werden wissen wollen, was das für ein Lärm war. Ach ja? Und weil das so sicher ist, musst du gleich mein Leben riskieren, Uru? Ich habe hier etwas zu erledigen und du bist vielleicht gerade dabei, es zu vermasseln. Du willst dieses Mon wirklich unbedingt haben, oder? Es befindet sich auf der kleinen Insel nordöstlich von hier. Aber du wirst sie nicht erreichen. Wie meinst du das? In dem Wasser zwischen dieser Insel hier und der, auf dem sich das Mon befindet, gibt es Sanekta. Das einzige Wesen, das hinübergelangen kann, ohne umgekehrt zu werden, ist der Gorgor. Die Sanekta fürchten ihn und fliehen, wenn sie seinen Atem im Wasser riechen. Uru, du machst mich noch wahnsinnig. Du hast mir versprochen, mich zum Mon zu bringen. Hör schon auf zu jammern, wenn ich den Gorgor erst umgekehrt und mein Schicksal erfüllt habe. Brauchst du dich nur neben ihn zu stellen, um wie er zu riechen. Halt die Klappe, alter Tatagreis, dass ich darauf reingefallen bin. Ich werde dieses Mon holen und dann von diesem verdammten Felsen verschwinden.
Fürchtest du den Gorgor? Oh, das solltest du. Er ist sehr gefährlich. Ja, ja, ich weiß. Okay, wir wissen ja alle, was gleich passiert, ne? Mit einem Sprung über einen ganzen Berg, bla bla bla. Höheres Wesen, hopp, ha! Vielmehr ängstliches Wesen. Der würde doch schon umgekehrt, wenn er den Gorgor nur sieht. Wie zum Teufel komme ich dahin? Genau, hier drin. Verdammt, Oru, jetzt sag schon. Hä? Was hast du gesagt, Ulukai? Okay. Danke, Spiel. Großartig. Ach, Leute. Also heute will's gar nicht. Heute will's mal so gar nicht. Oh Mann. Hasta la vista, Baby. So kann man es auch lösen, ja. Das war die Cut-Version. Das war zu brutal, das solltet ihr nicht sehen. Joa. Ne? Wegen der. Muss mal gucken. Ich weiß ja nicht, das ist wahrscheinlich eine komplette Filmsequenz. Ja? Hier was war das denn jetzt gerade für eine komische Ansicht? So. Und die ging. Ich hoffe, es sind zwei Sequenzen. Aber ganz ehrlich, das wollen wir uns doch jetzt nicht noch alles geben, nur um kurz noch zu sehen, wie der gefressen wird, oder? Was sagt ihr? Guck mal, wenn ich jetzt hier den Beenden mache. Also, ich lasse euch entscheiden, wollt ihr es noch komplett sehen, um zu sehen, wie er gefressen wird? Ich glaube, groß was grafisch wird uns da nicht entgehen. Ich überlasse euch die Entscheidung, ob ich jetzt nochmal lade und wir den ganzen Film dann nochmal gucken müssen. Braucht nicht, ne? Ich glaube auch nicht. Ich finde, dafür war es mir jetzt auch zu lang. Passt schon, alles klar. Uiuiuiui. Oh, oh. Ich glaube, er hat uns... Aber warte mal, ich glaube, wir können hier noch schießen auf ihn. Wenn er nicht gerade noch... Ja, okay. Ja, das ist ganz cool, dass wir so umgekehrt noch auf ihn ballern können. Der sieht grafisch ganz gut aus, muss ich sagen. Oh, 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 oh. Ja, okay, er hat uns wieder geschnappt. Hallo? Oh, ich glaube, wir sind in einem Loop gefangen. Ich komme halt nicht weg, wie ihr seht. Weil er jedes Mal diese Sturzanimation macht. Hör auf nachzuladen. Oh mein Gott. Okay, ich. Wenn ich jetzt nicht wegkomme, dann muss man nochmal laden. Ich glaube, ich weiß mittlerweile, warum ich mich an den Kampf nicht erinnern kann, weil er anscheinend ganz schön ätzend ist. Okay, Material liefern. Wegen der Sachen. Vielleicht war da eben auch einfach zu wenig Platz oder so. Dass ich da nicht wegkam. Oder der Gorgor eigentlich sonst immer nochmal wegläuft oder so, keine Ahnung. Schneller. Problem ist ja auch, ich kann jetzt nicht speichern. Mitten in diesem Fight. Logischerweise. So, ich glaube, wir müssen das Ding hier einsammeln. Ich weiß nicht, können wir uns hier hinter erstmal kurz ein bisschen verstecken? Oh, 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 nein. Hm. Das wird jetzt auch nicht besser. Vorhin sehe ich jetzt nicht mal, was hier passiert. Bloß in Ruhe. Okay, wo ist er hin? Okay, läuft er. Wenn er halt auch mal ein bisschen sprinten würde, statt immer nur in diesem gemütlichen Joggen-Tempo zu laufen, dann wäre der Kampf auch ein bisschen besser. Ja, okay, seht ihr, da läuft er jetzt mich erstmal weg. Okay, wir gucken jetzt im Inventar, ob wir diese Waffe nutzen können. Ich meine nämlich, dass wir die brauchen... Wir den sonst damit. Ah, okay. Ich glaube, jetzt können wir ihm Schaden zufügen. Oder wie war das? Keine Ahnung, ob das so ist, ob das so gehört. Ah, damit können wir ihn vom Leib halten. Okay. Ist einfach nur, der mag den Geruch nicht. Oh. Okay, okay, okay. Das mal hiermit.
mal feste drauf hier. Oh, oh. Hat's aufgehört? Ja, okay, okay. Ja, dann müssen wir uns einfach reinstellen. Ist ja was? Zeit für Flammenwerfer. Ich glaub, der juckt den nicht, ja? Bam! Und wie er den juckt. Zack. Erledigt. Ja, okay. Teufel. Ah, großartig. Jetzt stinke ich wie dieser Gorgor. Ah. Wird uns auch schön angezeigt hier mit Stinkpunkten. Warum bin ich jetzt eigentlich so weit weg? So. Okay. Naja. Man darf jetzt hier natürlich nicht sonst was erwarten. Genau. Perfekt. Das arme Tierchen. Ja, wie gesagt, also, ne, rein vom von der Aufmachung her, das Spiel ist von 99, da darf man jetzt natürlich keine Bossfights wie aus heutiger Zeit erwarten. Aber möchte trotzdem mal betonen, dass ich grafisch fand ich das Modell von dem Gorgor wirklich sehr hübsch. Everybody be cool. You be cool. Also, das sieht ja wirklich recht ansehnlich aus. Wenn man sich das jetzt mal so anschaut, auch von der Texturauflösung und so weiter. Ein Spiel von damaliger Zeit. Ja klar, wenn man dicht rangeht, ne? Aber ansonsten ist das schon echt schön. So, wir sammeln jetzt hier noch den ganzen Zocht ein. Scheiße, also. Und die braucht man zum einen und zum anderen kann man die sogar noch verkaufen. Ja, der Dingens, der schlecht gelaunte Talaner, der kauft Scheiße. Es gibt genug Leute, die Scheiße verkaufen. Aber er kauft sie. Ich wollte gerade sagen, das ist doch Fladen oder so, ja. Ja, ja, genau. Ist richtig gesehen. Ich glaube, das war's. Sonst sehe ich hier keinen mehr. Ich glaube, dafür kriegt man nicht richtig viel Geld. Ich kann mich damit dunkel dran erinnern, dass ich früher hier mich auf der Insel sehr umgesehen habe, weil das sehr, sehr viel Geld bringt. Sehr gründlich umgesehen habe, so. Ist gerade Werbung für Temu oder was? Temu? Ist das sowas wie Wish oder wie? Ja, ist es, ne? Das ist doch hier quasi China, wo man den ganzen Scheiß aus den ganzen Billy-Scheiß aus China bestellen kann, ne? Ist das das? Ich habe da noch nie was bestellt. Puh, der Müffelt, ja. Dieser China-Billigladen, ja. Okay, dann war's richtig. So. Okay, wo war jetzt die andere Insel? Da drüben. Da müssen wir jetzt hinschwimmen. Und dabei hoffen, dass unsere Stinkaura so lange hält. Und wir sollten auf jeden Fall mal speichern. Das nächste Ding übrigens, was dagegen gesprochen hätte, dass wir den Film nochmal zu probieren, hätte ja durchaus sein können, dass es dann an der gleichen Stelle wieder abschmiert und dann hätten wir hier wieder 5 Minuten gesessen und hätten wir auch nichts von gewonnen. So, da hinten sehen wir schon die Kiste mit dem Mon. Aber wie gesagt, wir hätten jetzt höchstwahrscheinlich gesehen, dass er einmal so Haps macht und dann wäre er weg gewesen. Naja. Jetzt erstmal zum ersten Date, ja genau. Ich rieche nach Gorgor. Oh, guck mal, unser Gestank ist weg. Und wir haben ein weiteres Mon. Nice. Und sitzen auf der Insel fest. Oh, es kommt jemand. Das ist sehr praktisch. Vielleicht hat er auch die ganzen Explosionen hier gehört. Das ist nicht der Typ mit seinem Speedboot. Ich fürchte, ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Der hat ja ein Anker-Tattoo. Oro hat es nicht geschafft. Dieser Gorgor hat ihn erwischt. Er wurde von dem Gorgor umgekehrt?
Oh, sein Phantasma muss wieder erwacht sein. Du findest das gut? Du musst die Jäger verstehen, damit du weißt, wieso ich mich für Uru freue, Ulukai. Hast du das Mon gefunden? Aber klar. Dann bist du dem Sieg über Feran näher gekommen. Khazars Worte werden wahr. Armer Uru, langsam aber sicher wuchs mir der alte Kauz ans Herz. Was ist denn mit diesem Spiel heute los? Das ist ja krass, ey. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eben gespeichert. Hä? Nein, nicht den Outcast-Trailer starten. Spiel starten. So, danke. Okay, zum Glück haben wir hier gespeichert. Ah, das ist echt, also, so rumgezickt hat es gar nicht. 1.1 ist halt sehr am Anfang. Oder ging das von 0.x los? Das war halt damals so, ne? Also ich sag mal, 1.1 heißt es halt einfach so, für das Spiel gab es ein paar Patches, aber so, dass Spiele so krasse Versionsnummern und so weiter bekommen, das kam ja irgendwie erst später zumindest so, dass man das als Spieler auch mitbekommen hat. 1.1 ist einfach nur der Name, weil das ja noch mal ein bisschen überarbeitet wurde. Eigentlich noch mehr Fehler, warum? Weil das Spiel war anfangs auch wirklich relativ verbuggt. Das weiß ich halt noch, als es rausgekommen ist. Und halt auch höhere Auflösungen und so weiter unterstützt. Also es ist quasi nochmal so ein Fan-Made-Patch obendrauf, so ein inoffizieller. Deshalb heißt das hier 1.1. So, Film beenden. Ja, okay. Das ist ja der komplette Film. Nee, wartet mal. Das will ich mal, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Das will ich nochmal probieren, weil ich nicht weiß, was er zu dem Mon und so noch alles sagt. Das könnte jetzt doch storytechnisch noch ein bisschen relevanter sein. Das müssen wir uns also jetzt nochmal geben. Drück mir mal die Daumen, dass sie nicht wieder abschmiert. Ja. Ich glaube, es gab früher so ein, zwei Patches. Also an einen kann ich mich erinnern, der hat dann nachher behoben, dass diese Betitelung der Grafikeinstellung, dass das behoben wurde. Naja. Und jetzt kam eben das dazu. Auch, dass das Spiel überhaupt noch heutzutage zum Laufen zu kriegen ist. Ne? Aber das ging halt damals einfach nicht mehr. Auch auf damaligen PCs konntest du es nach ein paar Jahren. Das Ding lief einfach nicht mehr. Und das bringt dieser Patch jetzt, dass man es überhaupt heutzutage auf dem PC starten kann. Ich fürchte, ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Ach, das können wir doch bestimmt hier... Welche, Ulukai? Ne, das können wir auch nicht überspringen, weil es eine Filmsequenz ist. Gorgor hat ihn erwischt. Er wurde von dem Gorgor umgekehrt? Oh, sein Phantasma muss wieder erwacht sein. Du findest das gut? Du musst die Jäger verstehen, damit du weißt, wieso ich mich für Uru freue, Ulukai. Hast du das Mon gefunden? Aber klar. Dann bist du dem Sieg über Feran näher gekommen. Khazars Worte werden wahr. Armer Uru, langsam aber sicher wuchs mir der alte Kauz ans Herz. Okay, dann lassen wir das. Armer Uru, das ist genau die gleiche Ecke wie beim letzten Mal. Schade. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. Film beenden. Immerhin können wir den Film beenden und damit weiterspielen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dann gar nichts mehr machen können. Wir gucken jetzt mal hier. Ja. Dann wird jetzt auch gleich nochmal gespeichert. Ja. Robin schreibt es auch gerade, ja, genau. Ja, das ist schade. Das tut mir leid, Leute. Ich kann es halt nicht ändern. Wenn das Spiel abschmiert, sind mir auch die Hände gebunden. Aber jetzt bin ich umso glücklicher, dass wir das mit dem Gorgor, die Zwischensequenz, nicht nochmal komplett geguckt haben, weil dann, wenn es hier an der gleichen Stelle zweimal miteinander abstürzt, wäre das da garantiert auch passiert. Also haben wir uns damit jetzt nur Zeit gespart. Okay. Gut. Ich bin gespannt, ob wirklich Dark Force eine Neuauflage kommen soll. Wäre ja funny. Ja, habe ich auch von gehört. Aber ich glaube, das soll wirklich einfach nur... Guck mal. Das ist ja witzig. Er fährt mit seinem Boot hier noch rum. Weil wir die Filmsequenz übersprungen haben. Aber ich glaube, die ändern nur die Texturen, ne? Ich habe da was von gehört, dass das irgendjemand schon mal gesagt hat, dass es ein bisschen schade ist.
Weil es gab doch von irgendeinem anderen Spiel mit einer... mit der gleichen Engine auch eine Neuauflage, wo sie ein bisschen mehr gemacht haben. Mit Lichteffekten und so weiter. Ich weiß gerade nicht mehr, welches das war. Und da habe ich halt ein Video drüber gesehen, wo der gesagt hat, es ist schade, dass das bei... Wenn das bei Dark Force gemacht wird, halt wirklich nur die Texturen angepasst werden und sonst eigentlich nichts. Okay. Also wir haben theoretisch jetzt immer noch die Geschichte mit der Leuchtturmlampe. Guck mal, die Krieger, die tauchen hier echt immer wieder auf, die drei Stück hier. Ich muss sie immer wieder töten, aber macht mir nichts. Bisschen Action zwischendurch ist noch ganz nett hier. Hey, ihr habt gerade Talana getroffen, ihr kleinen Penner. So. Ja, also... Wie gesagt, jetzt keine Ahnung mit der Leuchtturmlampe. Stehe ich gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch. Was wir damit noch machen sollen. Es ist halt auch komisch, dass in unserem Questlog nicht steht. Und die können wir ja auch nicht drauf ansprechen hier, ne? Nee. Ist echt merkwürdig. Den Fühler vielleicht. Muss der irgendwas damit machen? Wo ich das Hämmern hier gerade höre. Oder wer bist denn du? Nix. Das Unleashed oder Academy, maybe. Ja, könnte sein. Es könnte sein, dass es die waren. Ich weiß es nicht mehr. Ach, hier die Academy und hier die Outcast, die waren auch so geil, ey. Die haben mir so Spaß gemacht. Nee. Mehr? Nee. Eigenartig, echt. Da muss ich sonst vielleicht wirklich mal nachschauen, wie man die Quests dann weitermacht. Weil da stehe ich echt komplett auf dem Schlauch. Ich dachte, das mit der Phantasma-Quelle wäre eine gute Idee gewesen. Nach dem Motto, die durchströmt dann das Helium und dann funktioniert das. Aber... Oh! Kommen, Slate! Slate hier, was ist, Wolf? Wir werden angegriffen. Könnt ihr Ihre Hilfe gebrauchen? Verstanden. Ich mache mich auf zum Lager. Ich bin nicht mehr im Lager. Ich wollte den Talanern helfen. Hä? Was? Verdammt, Wolf, Sie sollten doch da bleiben. Nicht jetzt, Cutter. Wir stecken in Schwierigkeiten und halten hier nicht ewig aus. Wie ist Ihre Position? Moment. Hey, wo sind Sie hier? Wir sind nördlich der Barriere in Shamazar. Barriere in Shamazar? Geht das auch präziser? Ich habe das letzte nicht verstanden, Slade. Gehen Sie nach Nordwesten und bitte pronto, Marion Ende. Wolf, oh, Wolf, Scheiße, Leute. Wolf. Verdammt, als wenn ich noch mehr Ärger gebrauchen könnte. Mir fällt gerade was ein. Wenn man nicht exakt im Spiel so vorgeht, wie die Entwickler es vorgesehen haben, dann wo springt man Dinge? Lass mich mal schauen. Marion ist mal wieder in Schwierigkeiten. Weil eigentlich sollten wir direkt nach diesem Funkspruch Marion in dieser Pyramide suchen. Das haben wir jetzt nicht getan. Jetzt haben wir das zweite Mon gesucht und ihr habt gesehen, nach dem ersten wurde der erste Funkspruch aktiviert. Und jetzt, weil wir das zweite Mon haben, der nächste Funkspruch. Das Spiel hat gar nicht gecheckt, dass wir noch nicht bei Marion waren, weil habt ihr ja gerade gemerkt, sie sollte in irgendeinem Lager bleiben. In welchem Lager? Wir haben nie mit ihr geredet. Das ist natürlich jetzt mal richtig kacke. Okay, lass mich mal kurz überlegen. Scheiße, und hier habe ich sie schon überall gespeichert, ne? Mist. Das habe ich jetzt davon, dass ich überall speichere. An sowas habe ich natürlich nicht gedacht. Lass mich mal kurz schauen. Oh, das liegt mir aber alles viel zu weit hinten. Okay, wir gehen jetzt mal zur Pyramide. Ich hoffe, dass das trotzdem noch getriggert werden kann. Das ist ja blöd. Das wurde auch nicht gepatcht, tatsächlich. Na gut, gucken wir mal, ob das so noch funktioniert. Weil ich erinnere mich, ich habe nämlich auch bei meinem ersten Run aus Versehen was übersprungen. Das hatte was damit zu tun, das erzähle ich aber erst dann, wenn wir soweit sind. Was sie eben schon im Funkspruch mal erwähnt hat. Das habe ich mich auch unwissend und quasi aus Versehen durch rumprobieren. Bin ich mich in einen Bereich gekommen, in dem ich eigentlich noch nicht rein dürfte. Das ging aber. Und... Da habe ich dann auch so eine Story-Zwischensequenz getriggert, wo ich dann überhaupt nicht mehr geblickt habe, was jetzt los ist. Weil es da ähnlich war wie mit dem Funkspruch gerade, dass das Spiel nämlich dachte, ach, du bist hier. Da kann es ja nur sein, wenn du bei der Story schon bei Punkt XY bist. Dem war aber nicht so.
Das mit der Pyramide, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich glaube, da das ist nämlich einer der Punkte, der tatsächlich recht wichtig ist. Stand es jetzt hier eigentlich noch? Jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, im Logbuch noch. Marion sitzt in der Falle an einem Ort mit einer großen Pyramide. Ja, okay. Also die Quest ist nicht als abgeschlossen markiert. Das ist ja schon mal gut. Schon mal ein gutes Zeichen. Über diese temporalen Anomalien. Ja, genau. Genau. Ist echt so. Der Funkspruch kam aus der Zukunft. Und wenn wir bei Zukunft sind, ne? Wobei, nein, das war ja eigentlich auch vor einer langen Zeit. Nein, vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxie. So. Hallo, Jungs. Gefällt euch das? Na, na, gefällt dir das? Na? Hol dir ein paar. Okay. Was ist das? Ach, starke Energiequelle. Papalapap, wir gehen da jetzt rein. Das wundert mich echt, dass wir hier hin sollen. Ich habe das absichtlich gemieden, dieses Gebiet, weil ich dachte, das wäre das Late-Game-Gebiet, aber... So. Jetzt noch hier irgendwo jemand? Nein? Ja, nein, vielleicht? Hier da unten sind welche, die wollen wir aber erstmal nicht. Oder wir müssen vielleicht später hier nochmal zurückkehren. Wie gesagt, an die Ecke kann ich mich halt auch noch ein bisschen erinnern. Hey, so ein Ding habe ich auch. Guck mal hier. Bam. Ah, jetzt habe ich die wieder. Er lädt immer den schwachen Modus zuerst. Voll ätzend. Junge, das ist aber ein ganzer Haufen hier. So Elite-Onkels. Okay, der ist schon tot. Ja, noch nicht. Bam. Uiuiui. Da hinter uns einer tatsächlich. Alter, sind das viele. Wie das war knapp. Achso, das fällt mir übrigens auch gerade ein bei dem zweiten Outpass. So diese langsamen Projektile gibt es auch nicht mehr. Also dieses ganze Entdeckung gehen, was wir hier gerade so fleißig betreiben und die Gegner auch zum Teil, das gibt es halt so nicht mehr. Okay, okay, jetzt. Ah, ich wollte eigentlich das Inventar öffnen. Jetzt haben wir ein bisschen was abbekommen. Wo sind da unsere Medikits hin da unten? Ah, wir haben schon viele. Immer diese Druckwellen. Voll ätzend. Bam. Schön, man kann man mal draufhalten, wenn sie gerade aufstehen wollen. Ah, hat er mich ausgetrickst, ne? Oh, ist leer. Hier hätte ich auch nochmal so ein Hologramm aktivieren können, fällt mir gerade ein. Andererseits wäre das vielleicht sogar kontraproduktiv gewesen. Dann hätten die noch mehr geschossen. Ich wäre wahrscheinlich nur reingelaufen oder so. Okay. Gut. Dafür habe ich jetzt aber diese Strahlenknarre komplett platt gemacht. Also unsere Munition komplett aufgebraucht. Naja. Aber dafür haben wir sie ja. Die Munition. Und ich erinnere mich, glaube ich, gerade an etwas anderes jetzt auch wieder. Dass wir hier nämlich dann doch noch nicht weiterkommen. Hier kenne ich die Gärten dahin. Und da kommen wir, glaube ich, noch nicht rein. Das ist dann das Endgame-Gebiet. Gucken wir jetzt mal mit Marion. Ob wir die hier irgendwo finden. Ich hoffe es mal. Hier wird mir irgendwas angezeigt. Aber das könnte auch der Schamass, der Stammesführer dort unten sein. Warte, auf der Karte sehe ich was. Warte, ich mache es mal groß, dann kann ich es auch nicht wirklich sehen, weil es viel zu klein ist. Warte, über uns ist ein Punkt. So ein grüner.
Okay, wir müssen hier sowieso erstmal ein bisschen... bisschen einsammeln. Hier gibt es anscheinend jede Menge Loot. Ja. Jede Menge Loot. Knarz, knarz. Okay, hier haben wir jetzt, glaube ich, erstmal alles abgesucht. Da läuft einfach irgendein random Talaner drin rum. Okay. Ja, wir müssen uns hier auch in allen Gebäuden umsehen, weil ich nicht genau weiß, wo sie ist. Sie ist zwar in der großen Pyramide, aber die kann natürlich auch in einem der Nebenräume sein. Vielleicht ist da eine Zelle oder sowas. Das weiß ich halt einfach nicht mehr. Das ist alles viel zu lange her. Aber wo das gerade mit dem Funkspruch war, da ist mir das tatsächlich wieder eingefallen. Dass ich da damals auch was übersprungen habe. Ist natürlich immer ein bisschen unschön. Aber sowas gab es früher in Spielen halt auch häufiger mal. Und man muss natürlich auch dazu sagen, so ein Open-World-Kram, das war halt ja noch komplett in den Kinderschuhen damals. Und daher, da haben halt Entwickler nicht dran gedacht, dass man vielleicht erstmal andere Sachen macht, als sie das vorgesehen haben. Man hat doch diesen wichtigen Funkspruch bekommen, Mensch, von der Teamkollegin. Die muss man doch direkt retten. Und sowas hätte man früher eigentlich auch immer sofort gemacht. So dieses, ach nee, ich mache jetzt mal alles andere neben der Hauptquest. Das ist ja erst so aus jüngster Vergangenheit quasi entstanden bei diesen ganzen Open-World-Spielen. Naja, schauen wir mal. Ist natürlich trotzdem schade. Auch schade, dass es nicht rausgepatcht wurde. Mit der 1.1er-Version, aber ich denke mal, das wäre auch zu kompliziert gewesen. Da muss man wahrscheinlich schon ein bisschen tiefer in den Code rein. Das ist ein bisschen was anderes, als das Spiel für moderne Windows-Systeme lauffähig zu machen und ein paar Texturen ein paar Auflösungen hinzuzufügen. Das Ganze hoch zu skalieren und auf 16:9 und sowas. Das ist immer eine andere Nummer, als an den Quests rumzuschrauben. So, gucken wir mal. Scheiße, ey. Ich weiß echt nicht, wo das triggert, Leute. Normalerweise. Ich glaube eigentlich hier, wenn man hier steht. Boah, das ist kacke. Das ist echt kacke. Da kommen wir, meine ich, jetzt einfach noch nicht rein. Was sitzt sie hier irgendwo drin eigentlich? Ist das Chili oder Dynamit? Das ist Dynamit. Damit kenne ich mich ja schon ein bisschen aus. Okay. Sind wir jetzt hier in alle Räume reingegangen? Ja, ne? Oder? Oder nicht? Guck mal, wir wären auch hier irgendwie reingekommen. Das ist ja interessant. So, stinknormaler Talaner. Nix. Chilit. Ja, waren wir da in dem mittleren Raum drin? Ja, ne? Ach, scheiße, ey. Weil die Marion erzählt was sehr Wichtiges zur Hauptstory. Was sehr Wichtiges. Und ich weiß nicht, ob sie es jetzt hier schon erzählt oder bei der nächsten Begegnung. Das wäre wirklich kacke, weil es viele von euch ja das Spiel noch gar nicht kennen. Ich glaube
Echt, wir waren jetzt hier überall leider schon. Das ist Sledgehammer-Knarre so groß wie die ist, ja. Ich finde, die hat mal ein bisschen, ein kleines bisschen was von der Knarre, die Robocop benutzt. Ein ganz kleines bisschen. Hätte auch oben so einen riesigen Splitten und war lief vorne auch so eckig nochmal zu quasi. Am Ende des Laufes. Okay. Ich fürchte echt, wir waren jetzt in allen Gebäuden hier, oder? Ne, wartet mal, hier vorne noch nicht. Das ist ein bisschen größeres Gebäude. Oder können wir hier nicht noch irgendwie rein und hoch oder sowas? Ja, hier waren wir auch schon drin. Scheiße. Gibt's auch keine Treppe oder so. Komm schon, Spiel. Lass mich nicht hängen. Hier waren wir. Ich erinnere mich gut an den knarzenden Holzfußboden. Wenn wir den nächsten Last Train Home Stream spoilern. Ich kann doch nichts dafür. Ich habe aber noch eine Idee, Leute. Wenn wir sie jetzt wirklich nicht finden, dann müssen wir es eben anders machen. Dann speichere ich hier. Wir laden einen der älteren Spielstände in der Hoffnung, dass wir da einen finden, wo wir sie hier schon suchen können. Dann renne ich nochmal hier hin. Wir gucken uns an, was sie zu sagen hat und dann machen wir mit dem Spielstand hier weiter. Wenn jetzt wirklich hier alle Stricke reißen. Dann habt ihr zumindest gehört, was sie ursprünglich sagt. Das ist, denke ich mal, dann wenigstens noch so eine Zwischenlösung. Ich glaube nicht, dass uns das Spiel irgendwie so die Main Quest verbauen kann. Wenn wir das jetzt hier nicht machen. Ja, ich glaube, das machen wir jetzt auch gleich mal. Ach. Ärgerlich, echt. Ich bin mir aber echt nicht mehr sicher, wo man sie findet. Ob sie hier dann auf einen wartet? Oder in einem der Räume? Ich meine nämlich, eigentlich in einem der Räume kommt man dann um die Ecke und dann wird so ein Film getriggert, so ein kleiner. Waren wir hier schon? Ja, ne? Sieht halt auch alles gleich aus. Ich glaube, hier oder so sitzt sie nämlich drin. Für mich brauchst du das nicht tun, einfach so, als ob nichts war. Nee, das müssen wir schon machen. Weil, da kommt mich eigentlich... So, wartet mal. Vorsprengung. Das will ich jetzt erstmal nicht überspeichern. Wir nehmen jetzt mal das hier. Pyramide, passt das noch? Pyramide. So. Laden. Oh, schade. Hier stehen natürlich nicht die... Hier stehen nicht, wann ich da gespeichert habe. Was könnte es denn sein? Lampe. Lavalampe. Die sind auf jeden Fall relativ... relativ dicht dran. Und ich spoilere dann... Und dann die Mondnazis, die deinen Zug im Vladivostok abfangen werden. Das wär's halt einfach mal, sowas komplett Hanebüchenes in diesem Spiel eingebaut. Okay. So, Leute, jetzt machen wir das so, wie gesagt. Es ging ja schnell da, sich durch die Pyramide einmal durchzuballern. Wir haben ja zum Glück auch noch alle Waffen. Ach, seht ihr mal, was ich für euch alles auf mich nehme. Kompletten Abschnitt nochmal gespielt. Aber ich will das auch selbst sehen. Gebe ich ja ganz ehrlich zu. Weil es 1000 Jahre her ist, dass ich das alles gesehen habe und ja. Na, einfach auch der Story richtig folgen können möchte. Was war das denn jetzt? Das Ätzende ist halt echt, dass dieses scheiß Daoka so am Arsch der Welt steht, dass wir wieder durch die ganze Stadt latschen müssen. Die von New Order Wolfenstein. Ah, die habe ich auch noch nicht gespielt, Leute. Die beiden letzten Wolfenstein-Spiele. Würde ich auch gerne mal irgendwann mal nachholen. Und die Macher von den Wolfenstein-Spielen, die sind ja gerade an einem neuen Indie dran.
Da bin ich auch mal gespannt. Also was man bisher gesehen hat, sieht gar nicht verkehrt aus. Auch wenn ich persönlich jetzt nicht so der Fan davon bin, dass das auch First Person sein wird. Also man wechselt nur hin und wieder in die Third Person, wenn man irgendwo klettert oder so. Weiß noch nicht, ob mir das so gefällt, aber ich lasse mich mal überraschen. Also die Wolfenstein-Spiele sollen ja sehr gut gewesen sein. Und von daher hoffe ich mal, dass die es nicht verkacken. Also bisher sah es schon mal gar nicht so schlecht aus. Von daher schauen wir mal. Ich meine, Indie ist ja auch vom Point-and-Click-Adventure zu was Tomb Raider-mäßigen erst geworden. Und jetzt First Person könnte funktionieren. Weil ich immer noch finde, das Tomb Raider-mäßige passt irgendwie ein bisschen besser zu Indie. Aber okay. Nicht das Langsame, ja. Au. Au, au, au. Bist du auf? Du's hackt. Stirb. So, okay. Da geht's, ja. Ärgert mich auch, dass wir die letzten, also die Tomb Raider-ähnlichen, sage ich jetzt mal, Indies nicht spielen konnten, weil beide rumzicken. Gerade dieses Grabmal des Drachenkaisers, habe ich sehr gern mit euch gezockt, weil ich das selbst ja damals nie zu Ende gespielt habe. Ich würde es so gerne mal nachholen, weil das eigentlich echt ein cooles Spiel war. Soweit ich mich erinnern kann. Aber da hat ja die Steuerung irgendwie ihr Eigenleben gehabt. Da muss ich mal gucken. Grabmal des Drachenkaisers. War das? Nee, Turm von Babel lässt sich überhaupt nicht vernünftig starten. Das ist das Problem. Das schmiert irgendwie immer ab. Also das habe ich halt gar nicht probiert erst, weil mal lässt sich starten, mal nicht. Und das Einzige, was ich hin und wieder hinbekommen habe, war, dass, wenn es sich nicht starten lässt, ich meinen PC neu starten muss, und dann ging es manchmal. Nicht immer. Und neu starten vom PC, wenn man streamen will, ist halt generell immer scheiße. Zumindest wie in meinem Fall. Ich habe ja nur meinen normalen PC hier zum Spielen und Streamen. Also ich habe ja keinen Streaming-Rechner. Von daher ist Neustart natürlich nicht möglich für mich. Und zumal hat es selbst dann manchmal nicht funktioniert. Das ist einfach das Problem. Mal geht's nicht, und weil keinen Bock, vor jedem Stream da irgendwie eine Stunde rumdoktoren zu müssen. Oder im Stream sogar, weil man kann nämlich auch nicht raustappen. Also es geht halt einfach so überhaupt nicht. Das erste Spiel von GOG, wo ich leider sagen muss, setzen 6. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal von GOG sagen muss, weil bisher, das hier habe ich auch von denen, hat alles wunderbar funktioniert. Und bei Grabmal des Drachenkaisers ist irgendwie so ein komischer Bug, dass wenn das OBS gleichzeitig läuft, dass ja auf meine Steuerung manchmal nicht reagiert. Und dann einfach die letzte Steuerungseingabe, also wenn ich nach vorne drücke, einfach die ganze Zeit weitermacht. Und da sind wir ja zweimal ersoffen. Ja. Ja, wie Grabmal des Drachenkaisers oder Kaisergrub des Drachenkaisers, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht genau, wie es heißt. Ja. Und da sind wir ja dann zweimal abgesoffen, und da muss ich dann auch sagen, ja Leute, weil das Spiel ja nur Checkpoints hat und kein freies Speichern. Und da habe ich ja damals dann auch den Stream auch beendet und habe gesagt, ja Leute, so geht's halt leider nicht. Ist echt schade. Auch Turm von Babel hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Grab mal des Drachenkaisers wollte ich gerne mal zu Ende bringen. Naja. Vielleicht kriegen wir mal wenigstens, oder kriegen wir die irgendwann nochmal hin. Ich meine, nicht so, dass die schlecht werden. Ist übrigens, oh, guck mal, jetzt kommen hier einfach neue raus. Übrigens witzig, wie viel effizienter diese normale Pistole hier eigentlich einfach ist. Im Gegensatz zu dem Photon-Otto, mit dem wir eben die ganze Zeit geschossen haben. Die fallen ja hier so schnell um. Oh, nicht schlecht. Da hat er hier anticipated, wo ich hinlaufen will, ha? Huh? Ja, was kleines Arschloch. Ja, ich erinnere mich, ja. Das war halt echt schade. So, haben wir alle? Ne, hier ist noch irgendwo einer. Ich sehe es auf der Kore. Da. Das ist mal schön Feuerstoß ins Gesicht, mein Lieber. Gut, ach ne, das Zeug hier brauche ich nicht einsammeln. Wie viel Malus hast du für die Gegner schon in das Spiel? 3? Bisher nur ein. Da
Tatsächlich nur einen. Wir haben einmal die Reisproduktion ja. Die Reisproduktion gestoppt. Das mit den Fischen ging ja noch nicht wegen der Leuchtturmlampe. Weil wir da noch nicht weitergekommen sind. Also bislang ist es nur einer. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass unsere Pistole ein bisschen stärker ist. Oder auch keine Ahnung was. Okay. So. Wo ist sie? Vielleicht war ich eben doch nicht richtig. Oder vielleicht sind wir einfach noch nicht richtig. Okay, hier ist nichts weiter. Bei der großen Pyramide, hat sie gesagt. Und das hier ist eindeutig eine große Pyramide. Oder kommen wir hier noch irgendwie weiter? Instabile organische Energie geortet. AKP-12-Munition geortet. Könnte sich dort auf. Herr Merrill sitzt in der Falle an einem Ort mit einer großen Pyramide. An einem Ort, nicht direkt an der großen Pyramide, ne? Gucken wir doch mal bei diesem komischen Punkt, den wir da unten auf der Karte sehen. Vielleicht ist das ja doch nicht der Stammesführer, sondern Marion. Ich muss bei Marion halt auch immer an Indiana Jones denken. Ich nicht abstellen. Jedes Mal, wenn ich den Namen höre. Okay, das probieren wir jetzt mal. Ich muss wahrscheinlich einmal außen rumlaufen. Wenn das so wäre, wäre das natürlich toll. Das könnte dann nämlich bedeuten, dass wir es bei dem anderen Safe-Game vielleicht doch noch hinbekommen. Oder Robin Hood, ja. Oder Helden in Strumpfhosen. Noch besser. Helden in Strumpfhosen und Spaceballs. Super Filme. Sowas gibt's heutzutage irgendwie auch nicht mehr. Heute haben alle Filme, die irgendwie lustig sein wollen, mittlerweile alle so die gleiche Art von Humor. Die finde ich mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Und doch nur... Oder nicht auch schon was wegen der Mine? Hier bin ich unaufmerksam. Mit der Mine? Ach so, nee, ich glaube, das haben wir noch nicht komplett. Du meintest... Ich weiß, was du meinst. Kuckuck? Nee, bist gar nicht unaufmerksam. Du hast recht. Bei der Mine... beziehungsweise in diesem Minengebiet, da können wir dafür sorgen, dass ihre Waffen schwächer werden. Das haben wir aber auch noch nicht geschafft, weil wir dafür auch noch ein bisschen mehr machen müssen. Also das komplette Gebiet haben wir noch nicht in unseren Bericht auf unsere Seite gezogen. So ist das richtige Wort. So, wir sprechen mal mit ihm. Vielleicht müssen wir auch noch hier irgendwen drauf ansprechen. Die Jods haben entschieden und dich zu uns gesandt. Ich, Shamas Zokratze, lausche deinen Worten. Zokratze, eine Freundin von mir, hält sich hier auf. Ja, das fremde Geschöpf wurde in den Feepalast gebracht. Aber die Wächter konnten ihr zur Flucht verhelfen. Aha. Den Jods sei Dank. Wo ist sie jetzt? Das weiß ich nicht, Ulukai. Aber sie wurde auf ihrer Flucht zuletzt mit ein paar bekannten Wächtern in der Gegend um Zelbsbar gesehen. Sie ist im Bauburg südwestlich des Feepalastes. Du musst dich beeilen, Ulukai. Okay, Leute. Dann machen wir es jetzt folgendermaßen. So. Ich speichere jetzt nochmal. Wir nehmen den ursprünglichen Spielstand. Laufen jetzt dort zum Shamas, damit wir das dort auch gemacht haben. Aber das sieht jetzt schon mal irgendwie ganz richtig aus. So, Vorsprengung, Stein, Kampf, Dynamit. Hier, das können wir mal überspeichern. Marion Buck. So. Okay. Was ist denn hin und her hier?
Ich darf auch nicht. Nee, hier in der Pyramide, da war das ja, okay. Genau, das ist ja hier, wo wir Infos schon bekommen haben, ne? Marion steckt in Schwierigkeiten, okay. Also, müssen wir wieder dort runter. Gab es auf der Seite nicht aber auch irgendwie eine Möglichkeit runterzukommen? Ich weiß es gar nicht genau. Die hat ja ein Gesicht, das erkennt man ja. Das Schöne ist etwas langsam, heute stimmt doch gar nicht. Naja, doch, eigentlich schon. Heute stimmt es tatsächlich mal. Heute liegt es ausnahmsweise mal nicht nur an Twitch-Verzögerungen, sondern auch ein bisschen an Gulasch-Hören-Verzögerung. Hören vom Gulasch-Hören ist heute nicht so auf der Höhe. Eigentlich ist mein ganzer Körper heute nicht so auf der Höhe, wenn ich so drüber nachdenke. Okay. Dann laufen wir jetzt nochmal zu dem Schamas. Quatschen ihn dann nochmal an. Dann müssen wir in diese Bar. Und da triggern wir das Ganze dann. Heute liegt das mal am Alkohol, ja. Am Restalkohol. Kumpel, hallo. Ja, so, Marion. Sokrat, eine Freundin von mir. Ja, das fremde Geschöpf wurde in den... Wo ist sie? Das weiß ich nicht, Ulukai. Aber sie wurde auf ihrer Flucht zuletzt mit ein paar bekannten Wächtern in der Gegend um Zelbsbar gesehen. Sie ist im Bauburg südwestlich des Feepalastes. Du musst dich beeilen, Ulukai. Ist der Palast, das ist Norden. Südwestlich, dort hinten irgendwo, okay. Ein Bauburg. Den Bauburg kennen wir ja schon, da war ja auch dieser komische Kran, der Heliumschnitzer. Hatte sich das jetzt auch gemerkt? Nee. Denn ich hatte es hier gemerkt bei Balanza heißt das hier, ne? Zelbsbar, genau. Da steht es noch dran. Sehr schön. Den Krieger. Die wollte ich eigentlich umgehen. Na, geht nicht. Hier ist alles voll. Mit Häusern. Dann pusten wir sie sonst gleich einfach über den Haufen. Der weiß gar nicht, wo es herkommt. Der Depp. So, hallo. Welcher Bug ist das? Talana lokalisieren. Sind das viele? Zelb. Weißt du zufällig, wo Zelb ist? Der dort. Da drüben, Ulukai. Ja, super. Und alle laufen durcheinander. Bist du Zelb? Nein. Bist du Zelb? Nein. Zelt? Nein. Ich komme mir vor wie Humor in Indien. Nur, dass er drei Leute ansprechen musste. Wer von euch ist Zelt? Wir hatten ja auch gesagt, im Zelt-Spar, ne? Der steht wahrscheinlich irgendwo drinnen. Bist du Zelt? Nein. Das wäre auch eine traurige Bar. Na? Wolltest du etwa gerade auf mich schießen? Kleiner Stinker. Du hast, glaube ich, gerade einen Talana getroffen. Leuchter. Okay, suchen wir mal weiter. Hier ist schon mal Musik. Das hier sieht auch irgendwie so ein bisschen danach aus, ne? Darf ich mal? Nee. Ja, sind wieder beim Thema, ne? Das mit den Leuten suchen ist ja irgendwo ganz witzig. Kann aber halt auch anstrengend werden. Ein anderer Talana. Wenn wir die Leute nicht darauf ansprechen können. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Na du los, bist nicht nimm Zelt. Dir deine heiligen Gegenstände. Was hast du eigentlich noch zum Verkaufen? Flammenwerfer-Erweiterung? Nee, haben wir nicht.
Eine Musik, warte mal, was sagt denn er dazu? Was spielst du da? Feran ist Anführer. Was muss ich tun, damit du mit diesem Katzengejammer aufhörst? Du? Ich fürchte, das wird sehr teuer. Nein. Nein, das ist zu viel. Na los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Bist du safe? Können wir dich danach fragen? Jetzt muss er hier irgendwo in der Nähe sein. Er hat ja hier rüber gezeigt. Oh, hallo. Komm auf damit. Das Problem ist ja auch, durch das Geballere zerstreuen die Talaner sich ja auch immer an alle vier Winde. Bist du das? In welchem? Im Burg der Baumann. Ja, richtig sind wir ja schon mal. Muss man auch mal die blöden Töne beibringen, ja? Das stimmt, das ist schon sehr schief. Der schmeißt ja überall seine Flöten hin. Das gibt's doch gar nicht. Weil jetzt haben wir wieder das Ding, dass wir niemanden auf ihn ansprechen können. Wahrscheinlich, weil wir eben quasi getriggert haben, dass jemand auf ihn zeigt. Wir hatten das ja neulich schon mal. Er hat hier rüber gezeigt, um ihn zu wählen. Er zeigt schon so auf sich. Was kannst du? Fast alles, was. Achso, du bist das, okay. Wo ist denn Zelbsbar, um Himmels willen? Kann nicht so schwer sein. So groß sind die Maps hier eigentlich gar nicht. Wer bist du? Erstmal klauen wir dir dein Zeug hier, das ist nämlich ziemlich geiler Stuff, den du da hast. Mehr? Welcher Bug ist das? Nix. Gar nix, ja. Auf der Karte wird mir auch nichts weiter angezeigt. Ist nicht dabei. Da läuft sogar einer mit einer Flasche durch die Gegend. Sieht zumindest fast so aus wie eine Flasche. Nein. Kannst du mir sagen, wo Schammer? Geh von hier aus. Allen anderen können wir fragen. Vielleicht muss ich einfach mal nach wem anders fragen. Der Talaner, den du suchst. Zack, Zagu, Hisa. Gibt's doch gar nicht. Bist du das? Nein. Das gibt's doch nicht. Ich würde es nicht wundern, wenn das Gebäude, was wir so ein riesengroßes Schild draußen dran hätte, Zelbsba oder sowas, ich fünfmal dran vorbeigelaufen wäre. Irgendwie. Warum darf ich euch denn nicht nach ihm fragen? Verstehe es nicht. Hier hinten kann es ja eigentlich nicht sein, weil der Typ eben in diese Richtung ungefähr gezeigt hat. Also klar, die zeigen durch Wände und so weiter durch, das wissen wir ja schon. Das muss ja dann eigentlich hier irgendwo sein.
Der hätte eigentlich schon ganz gut gepasst, aber er ist es nicht. Und da, wo dieser komische heilige Gegenständeverkäufer sitzt, das hätte auch gut gepasst, oder eher hier. Ja, ist es vielleicht. Bist du Zed? Ja, endlich! Der Schamas sagte, du wüsstest, wo Marion festgehalten wird. Ich habe da etwas gehört, ja. Und? Wir sollten erstmal das Finanzielle klären. Zed, hast du vielleicht auch schon gehört, was ich so alles mit meinen Waffen anstellen kann? Davon habe ich auch gehört, ja. Willst du vielleicht, dass ich es dir aus nächster Nähe vorführe? Die Ungewöhnliche ist mit den Rebellen in einem Haus westlich des Feepalastes. Vor ein paar Sekunden waren 5 Krieger hier und haben diese Information aus einem Wächter herausgeprügelt. Du musst dich beeilen. Westlich des Feepalastes, aha. Das ist ja sehr vage. Das ist ja noch vager. Als vorhin schon. Okay, dann müssen wir jetzt hier einfach mal ein bisschen suchen, wohl. Ich hoffe, das Spiel schubst uns irgendwie ein bisschen in die richtige Richtung. Hallo. Du siehst wirklich gut aus, Ulukai. Danke, Madame. So heiße ich nicht. Mein Name ist Mika. Bist du... ein Risi-Händler? Ja. Nein, bist du eine Frau? Das ist ein guter Witz, Ulukai. Du bist so tapfer und trotz allem, was um uns herum geschieht, versuchst du noch uns mit deinem Humor aufzuheitern. Es fällt mir wirklich schwer, dich um einen Gefallen zu bitten. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber wir machen das jetzt trotzdem mal, wenn wir schon hier sind. Was soll das für ein Gefallen sein, Nika? Ich brauche ein paar Zorkins, bitte, Ulukai. Jetzt weiß ich, dass du eine Frau bist. Du bist leider Ulukai, aber es ist mir ernst. Ich brauche die Zorkins, um einen sehr wichtigen Gegenstand auszulösen, den mir die Krieger abgenommen haben, als ich diesen Mond meine Steuern nicht zahlen konnte. Wenn ich ihn nicht bald zurückbekomme, wird einer der Krieger Anspruch darauf erheben und ich werde ihn nie wiedersehen. Und ich soll ihn jetzt für dich zurückkaufen? Nein, du sollst mir die Zorkins nur leihen, damit ich den Gegenstand auslösen kann. Wenn ich ihn wieder habe, bekommst du sie mitsamt einem kleinen Bonus für deine Hilfe zurück. Bitte, Ulukai. Warum habe ich bloß ein so ungutes Gefühl bei der Sache? Mal gucken, wie viel das ist. Sehr viel, Ulukai. 500 Zorkins. Das ist wirklich viel. Wir sind mal gutgläubig. Kannst du das alles auf einmal tragen? Oh ja, sicher, Ulukai. Komm später wieder und ich werde es dir zurückzahlen und noch eine kleine Belohnung drauflegen. Also gut, Schluss jetzt mit den Spielchen. Was bist du? Wie ich schon sagte, ein Risi-Händler. Nein, bist du ein Mann oder eine Frau? Ich wusste ja gar nicht, dass du so witzig bist, Ulukai. Ich habe schon viele Monde nicht mehr so sehr gelacht. Du hast gar nicht gelacht, aber okay. Hast du deinen Gegenstand schon wieder? Ich habe ihn noch nicht, Ulukai. So, und wisst ihr was? Damit ich das hoffentlich nicht vergesse, wollte ich hier eigentlich mal einen Link platzieren, aber... ich habe offenbar schon alle platziert, wo auch immer die jetzt überliegen eigentlich. Hab ich hier irgendwo was platziert? Echt alle platziert schon? Scheint. Wahrscheinlich alle in der Sumpfregion zurückgelassen, ha? Ist ja nicht so clever gewesen. Naja, müssen wir uns nochmal holen. Aber jetzt suchen wir erstmal Marion weiter. Stabile organische Energie geordnet. In einem Haus westlich des Palastes. Wir sind gerade im Westen des Palastes. Ich hätte jetzt gedacht, hier, weil hier so eine Auswölbung ist, was ihr nicht sehen könnt, weil ich davor sitze. Da sieht man es ein bisschen auf der Karte. Ich versuche es mal irgendwie so zu bringen, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Und da ist eine schöne Ausbuchtung, wo ein paar Häuser auch stehen können. Gucken wir uns mal hier rum. Deshalb Robin Hood, ja. Wo seid ihr? 5 Krieger. Eigentlich müssen ja irgendwo dann wahrscheinlich da auch Krieger rumstehen oder sowas, ne? Kann auch jetzt niemanden drauf ansprechen oder so. Ein
Was ist das, wenn ich das mal mache? Kannst du mir mehr über die Krieger sagen? Die meisten patrouillieren auf der Hauptstraße und den Mauern, Ulukai. Sie sind in der hohen Stadt, der Kaserne und der Waffenkammer stationiert. Okay, nee, das hilft uns nicht weiter. Oh, warte mal, war da noch was? Hohe Stadt? Nee. Infonika. Wir können die auch die Dingens ansprechen. Ich habe da mal eine kurze Frage. Ja, Ulukai? Ist Nika ein Mann oder eine Frau? Sag mal, soll das ein Witz sein? Nein, ich mache nie Witze. Ich will es wirklich wissen. Wenn du es unbedingt wissen willst, Nika ist mein Phantasma. Was für... Er dreht durch. Ist sie jetzt vielleicht hier wieder zu dem Schamass zurückgelaufen oder was? I don't know. Info Händler, Info Ferran, Info Mon. Nein, 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 das wollen wir alles noch nicht. So, gar nicht. Wo ist sie? Ich meine mich... Oh. Wieder uns zu sich rufen? Ich meine... Ich meine mich erinnern zu können, dass man die Reden hört oder sowas, dass sie einen ruft oder irgendwie... Wenn man in der Nähe ist. Oder dass er sich mit irgendeinem streitet oder diskutiert. Los, nimm dir deine heiligen Gegenstände. Das habe ich gerade schon kurz, Moment, ich habe nur die Untertitel aufblinken sehen. Gerade schon einen Moment gedacht, dass wir jetzt richtig sind. Eigentlich sind wir jetzt schon nordwestlich vom Feepalast. Hätte ich jetzt behauptet. Ja, da merkt man, ne, das sind Dinge, die man im heutigen Games so nicht mehr findet. Und wo ich auch nicht traurig bin, dass sowas verschwunden ist. So diese Nadel im Heuhaufen suchen. Guck mal hier mal irgendwie. Wisst ihr was? Mir fällt gerade was ein. Fragt mich nicht, warum, aber mir ist gerade was eingefallen. Gerade ins Gedächtnis zurückgekommen. In irgendeinem Haus gibt es eine Treppe mit einer Holztür. Und das ist das richtige Haus. Diese Holztür kriegt man nämlich nicht auf und die geht nur auf, wenn man an so einem Punkt, an diesem Punkt hier angelangt ist. Jetzt müssen wir nur noch diese Holztür finden. Dann triggert nämlich so eine Zwischensequenz. Was war das, meine ich? Ich konnte mich, als wir vorhin durch den Palast gelaufen sind, ich glaube, da hatte ich es euch ja erzählt, dass ich mich noch lose dran erinnern konnte, dass man in der Zwischensequenz, wo man sie zum ersten Mal trifft, nämlich, dass sie sich in irgendeinem Raum befindet. Ich nachlässig wäre in der Lage, so viel Loot. Nee, jetzt werde ich nachlässig. Jetzt will ich erstmal hier Marion finden. Irgendwo eine Treppe mit einer Holztür. Oder die Holztür ist dann nicht mehr da oder sowas. Da oben vielleicht zum Beispiel. Und ursprünglich ist da eine Holztür. Okay, Leute. Es ist irgendwo oben. Ach ne, jetzt da sind wir gerade aus der Tür rausgekommen. Hehe. Okay, okay, okay. Wo ist es? Wenn ihr etwas erspäht, dann schreit. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch am besten, wenn wir jetzt immer mal ein bisschen oben auf den Dächern umschauen. Um besagte Tür zu finden. Oder war die Tür in Richtung Feepalast? Dass die Entwickler das so genutzt haben. Weil sie ja ein bisschen Raum brauchen, um das alles unterzubringen. Oh. Oh. Irgendwo. Okay, hier sind nirgendwo Türen. Mach mal einen auf Assassin's Creed. Das da sieht gut aus. Das ist zwar keine Treppe, aber das ist die Holztür. Hallo Jungs. Wie geht's so? Eieiei. Okay, ihr seid ein bisschen sauer. Verstehe ich. Kein Grund durchzudrehen. Danke. Das da sieht gut aus, Leute. Da ist nämlich eine Holztür.
Und der ruft uns auch zu sich. Ich wusste es doch. Auch hoffentlich schmiert es jetzt nicht wieder ab, das Spiel. Ich hätte mal speichern sollen vorher. Da ist sie! Sie können sich nicht vorstellen, wie froh ich bin, Sie zu sehen. Wo sind die anderen? Marion, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Naja, vielen Dank, Cutter. Verdammt, Wolf, wissen Sie, wo Sie sind oder nicht? Kaufmann habe ich nicht gesehen, aber ich glaube, Xu. Sie glauben es? Er ähnelte ihm, aber diese Person befehligte die Krieger, die mich überwältigten und hierher brachten. Er sah irgendwie anders aus. Älter. Xu befehligte Krieger? Sind Sie da sicher? Nicht hundertprozentig, aber es klang auch nach seiner Stimme. Ob das... Hey, wissen Sie noch was? Ich sollte doch 10 Minuten nach Ihnen teleportiert werden, aber Sie haben meine Startzeit vorverlegt. Ich kam gleich nach Ihnen. Die Wissenschaftler rotierten und faselten etwas von einer möglichen Zeitanomalie. Sie wollen mich auf den Arm nehmen, das fehlt ja noch. Sagtest du Xu? Ja. Ich kenne den Namen Xu. Kazar hat oft mit Ferran gestritten. Er nannte ihn Xu. Mein Vater hat mir das erzählt. Warte, das kann nicht sein. Jan, wann wurde Kazar getötet? Kazar war viele tausend Monde bei uns und er wurde bald nach Ferrans Ankunft umgekehrt. Ferran herrscht seit 10.000 Monden über Adelpha. Ich glaube nicht, dass Xu noch für unseren Verein spielt. Sie glauben, Xu hat Kaufmann getötet? Nein. Er mag ja eine miese Ratte sein, aber ein Mörder? Wo sollten denn diese Talaner sonst unsere Sprache gelernt haben? Kazar lehrte uns die hohe Sprache von Agakamon. Das könnte erklären, warum diese Monster, die ich finden soll, Computerkarten sind. Das kam mir schon die ganze Zeit spanisch vor. Also, wenn Kaufmann von uns gegangen ist und Xu jetzt dieser Ferran-Typ sein soll, wo ist dann die Sonde? Wenn die alle schon so lange hier sind, bedeutet das, dass sie auch schon so lange hier ist? Das glaube ich nicht. Wieso? Die Talaner sagen, Kazar hätte ihnen den Auftrag gegeben, diese Mons, die Karten, zu verstecken, damit Xu sie nicht finden kann. Ich vermute, wir werden sie nochmal brauchen. Und was jetzt? Ich werde die Mons finden. Sie gehen mit dieser Wache und wir treffen uns, sobald ich fertig bin. Ich möchte aber helfen, Slade. Sie helfen am meisten, wenn sie hierbleiben, wo ich sie schnell finden kann, falls die Zeit drängt. Und meine Grundausbildung war für die Katz, hä? Huh? Naja, sie sind doch nicht auf dem normalen Weg zu den Ziels gekommen. Ihre Frau Mutter, die Senatorin, hat schließlich dafür gesorgt, dass sie aufgenommen wurden. Und sie haben auch nicht gerade als Beste abgeschnitten oder überhaupt was zu Ende gebracht, wenn ich mich recht erinnere. Sie Mistkerl! Das war doch nicht mein Fehler! Genau deshalb werden sie jetzt mit diesem Wächter zurückgehen. Unter Druck kann man sich auf sie nicht verlassen und ich will nicht nochmal den Kopf für sie hinhalten. Ist das klar? Darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, Sir. Oh, da freue ich mich schon drauf. Also hätten wir gar nicht in den Palast gehen müssen, aber okay. Oh. Es geht noch weiter. Du tust dich schwer, unsere Beute zu fangen, mein lederner Freund? Die Frau ist unwichtig, Ferran. Wir müssen unbedingt den Ulukai aufhalten. Er fängt an, neue Hoffnungen in den anderen Talanern zu wecken. Aber sie ist sehr wichtig. Wenn ich Wolf in meiner Gewalt hätte, könnte ich diesen Möchtegern-Helden in eine Falle locken. Ich habe alle Patrouillen in Alarmbereitschaft versetzt. Meine Krieger werden ihn ohne eure Tricks stoppen, Ferran. Hoffentlich meinst du nicht die Krieger, die zu dumm und zu unfähig waren, um den bewusstlosen Slade bei seiner Ankunft zu beseitigen. Ferran, diesen Talanern habt ihr es zu verdanken, dass ihr an der Macht seid. Ihr solltet nicht schlecht über sie sprechen. Oder was, Primitivling? Du willst sie gegen mich aufhetzen? Ich bin die Stimme des Fee. Alle fürchten meinen Zorn. Was könntest du schon sagen, damit sie sich von mir abwenden würden? Ich könnte ihnen sagen, dass ihr ein Schwindler seid. Pass auf, was du sagst, du Echse, bevor ich mich daran erinnere, wie entbehrlich du bist. Sag so etwas nie wieder in meiner Gegenwart. Dieses Gezänk ist sinnlos. Finde diese Miss Wolf und bring sie zu mir. Unverletzt! Und der Ulukai? Bringen wir! Aber bitte keineswegs unverletzt!
So, ich lag ja dann doch goldrichtig, einmal mit der Holztür, auch wenn sie nicht oben war. Und dass diese Sequenz sehr, sehr wichtig ist. Also, ja, aus heutiger... Ich mach mal hier ganz kurz Pause. Aus heutiger Sicht ist das jetzt nichts mehr so super Überraschendes. Aber damals war das wirklich... dass die halt viel früher angekommen sind. Und dass einer unserer Leute... Ich meine, man hat schon eine Zwischensequenz oder der Intro-Sequenz gesehen, dass der Typ mehr als fragwürdig ist. Aber dass der eben der Oberanführer ist und so weiter. Weil man sich denkt, kann ja nicht sein, wenn der schon seit zig Jahren da ist. Deshalb musste ich vorhin auch so lachen, als ihr geschrieben habt, so von wegen, ja, mit dem Funkspruch, dass dieser Bug eine Zeitanomalie. Ja, es sind halt wirklich Zeitanomalien. Und das erklärt halt auch vieles. Das erklärt zum Beispiel auch, warum dieses scheiß Gefängnis Zorkatras heißt. Weil sie das Feran ausgedacht hat, wegen Alcatraz. Woher sollen sonst Aliens auf so einen ähnlichen Namen kommen? Und es erklärt auch, warum die eben unsere Sprache sprechen. Weil diese Wissenschaftler, na, der andere, dieser Prophet Khazar, von dem immer gesprochen wird, das war eben der andere Wissenschaftler, der Kaufmann. Und das fand ich halt damals genial. Also so einen geilen Twist in diesem Spiel. Und ja, früher gab es noch nicht so viele Spiele mit geiler Story. Jetzt mal Fallout und so vielleicht ausgenommen, aber gerade dann noch in so einer Open World und so weiter. Also das fand ich damals Hammer. Die ganze Idee, dass halt aufgrund von einer Zeitanomalie, obwohl alle gleichzeitig losgereist sind, halt zu ganz unterschiedlichen Zeiten hier eingetroffen sind. Und das erklärt auch, warum die Mons eben Speicherchips sind. Das hat ja Slate eben selbst gesagt, dass ihm das so spanisch vorkam. Ja, also, das haben wir jetzt nachgeholt. Dann bin ich froh, dass wir es doch noch machen konnten, dass das immer nicht jetzt hier irgendwie weggebackt ist. Weil das war eine unglaublich wichtige Szene einfach. So, und jetzt wissen sie, sie waren im Lager von den Wächtern und ist jetzt in Okazankai, hätte ich fast gesagt, in dem anderen Ding angekommen. Ich überlege gerade, ob wir vorher unsere Teleportations-Mopeds einsammeln, aber dafür müssen wir wieder ganz schön weit laufen. Ja. Nee, dann laufen wir so dahin. Jetzt müssen wir wieder nach Shamazar zur Startregion, weil jetzt machen wir das schön der Reihe nach mit Marion. Und die Barriere haben wir ja schon gesehen. Diese komische Energiebarriere, die meinte sie nämlich. Und das ist auch der Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe und auch, glaube ich, auch schon mal bei der ersten Session mit dieser Barriere. Weil ich habe es nämlich mal geschafft, an der Barriere mich irgendwie vorbei zu glitschen. Und dann triggert halt auch automatisch die Zwischensequenz, wenn man Marion da drin eben findet. Würdest du mir helfen, damit ich mir etwas zu essen habe? Und die spoilert dann halt auch enorm viel. Und ich habe das halt damals überhaupt nicht gecheckt, weil ich dachte, also was heißt vorbeiglitschen? Ich habe einen Weg dran vorbeigefunden, der so aber nicht gewollt war von den Entwicklern. Und da habe ich halt auch überhaupt nicht gecheckt, von was die da eigentlich alle quatschen. Das hat natürlich auch sehr vieles vorweggenommen. Weil die Barriere, die kann man... Ich glaube, die ist jetzt abgeschaltet, wenn wir da jetzt hinlaufen. Und deshalb haben die Entwickler das halt so programmiert, weil die sagen, man kommt ja sowieso nicht an der Barriere vorbei. Dann kann er immer die Zwischensequenz triggern, wenn man da in der Nähe ist. Das stimmt aber soweit nicht. Man kann nämlich einfach ziemlich am Rand von der Open World, wenn man diese endlosen Easy-Felder langläuft, da kann man dran vorbei. Was ganz clever und schnell anstellt. Aber ich glaube, das geht mit dem Patch jetzt nicht mehr. Ich würde es auch nicht mehr probieren. So, ist unser Tron H eigentlich noch da? Sehr schön. Cool, cool, cool. Ja, speichern sollten wir nochmal. Habe ich eben gespeichert? Ist ja auch egal. Glücklicherweise hat sie ja mit ihrem eben abgegebenen Funkspruch, der fälschlicherweise kam, nicht zu viel verraten, so was wir eben da alles erfahren haben. Das war schon mal ganz schön. Dann hättet ihr nämlich, glaube ich, gar nicht mehr durchgeblickt, was da jetzt eigentlich Phase ist. So, hallo Jungs. Was hier drüben, Ulukai? Wer ruft mich denn? Ulukai, hier drüben, Ulukai, hier drüben, Ulukai. Du. Was möchtest du? Erstmal Stock wechseln. Wusstest du, dass die Barriere im Norden gefallen ist? Was da haben los ist? Die Barriere ist gefallen, genau. Was ich eben sagte. So, noch schnell einen Teller Suppe, be right back. 10 vor 6 isst du etwa schon zu Abend? Das ist ja sehr zeitig.
Na gut, du kannst mir jetzt nicht antworten, weil du gerade nicht da bist. So. Ich glaube, die Barriere, ja, im Norden, das muss dann... Da müssen wir jetzt genau zulaufen eigentlich. Ja, das ist ganz gut. Dann machen wir jetzt, glaube ich, noch die Sequenz hier mit Marion. Also machen wir den Abschnitt jetzt hier noch. Und dann machen wir, denke ich, mal einen Break. Dann habe ich mich auch Zeit vor der nächsten Session. Ich werde wahrscheinlich tatsächlich nachgucken, wie das mit der Leuchtturmlampe weitergeht. Das ist zwar nicht zwingend erforderlich, um mit dem Spiel weiterzumachen. Das wisst, habt ihr ja schon gemerkt. Das macht nur die Krieger dann schwächer. Wichtig ist eben, dass wir die Monster finden. Also es muss nicht gemacht werden, falls da also doch irgendwie einfach nur ein Bug dran schuld ist, dann ist es nicht dramatisch. Ich würde es natürlich der Vollständigkeit halber trotzdem abschließen wollen. Ich glaube, man kann mit dem Spiel recht schnell durch sein, wenn man sich wirklich nur auf die Mons konzentriert. Ich nehme jetzt mal noch ein bisschen die normale Pistole, glaube ich. Oder... Das ist ein Granatwerfer. Überraschung. Oh, so wollte ich es eigentlich gar nicht, aber egal. Ich schmeiß da nochmal eins hin. Jetzt wieder die Treppe runter wollen. Können wir auf den Typ da hinten schießen? Nee, ne? Pixelgenaues Ziel? Nee, da ist ein zu großer Abstand. Das Ding fliegt so langsam, ne? Das hat ihn schön erwischt. Oh, was ist denn jetzt? Ach. Der beschissene Luftangriff wieder. Ey, wir wären fast draufgegangen. Was soll dieser doofe Vogel? Oh, die Mine hier ist auch verschwunden. Das ist das Falsche, aber egal. Nein, nicht wahr. Immer diese Verzögerung, bis er mit der Pistole schießt, ist unglaublich. Jetzt aber hart Gas. Warte mal, wir können ja mal wieder... Jetzt benutzen wir die Dinger doch eh nie. Was war es jetzt? Ubiqua oder PPS? Vergiss es immer. Das ist es. Ist das der echte Quaid? Oder nicht? Oh! Eieiei, das tat aber weh. Das hat gesessen. Lebt ihr noch? Ne, ihr lebt nicht mehr. Da hinten nochmal ein bisschen Dauerfeuer rein. Wir nehmen nochmal ein Medikit. Klingelt der Wecker doch so cool. Ah, das könnte auch sein, Kuckuck. Das könnte sein. Stimmt. Dann macht das natürlich Sinn. So. Da hinten sind noch ein paar Krieger. Auf der Karte sehe ich sie. Da müsst ihr eigentlich auch mit einem liegen, den ich eben zu schlafen geschickt habe, ne? Oh. Schön abgerutscht. Aber wir haben eigentlich alle erledigt. Zack, zack, zack. Wo denn? Da, war nicht gesehen. Danke. Baum Ohr. So, und jetzt kommt hier die nächste Sequenz. Die sitzt nämlich in einem von diesen Pavillons da, meine ich. Die gute Marion. Oder das ist die Holztür, die ich meinte. Wir gehen mal auf der anderen Seite hoch. Ich könnte mich natürlich auch da wahrscheinlich die Hängebrücke hochziehen. Aber ich glaube, das ist so nicht gewollt. Ich könnte es mit dem Schlüssel probieren zur Not noch. Erstmal mit dem Jacket Alliance 3 U-Bahn-Tunnel-Sonderstream. Könnte man vielleicht mal machen.
Können wir vielleicht wirklich mal machen, ja. Es wird ja, glaube ich, auch genau wie Bobby Race auch in ein laufendes Spiel reingepatcht, ne? Könnte man vielleicht echt mal machen. Muss mal gucken, ob ich die Woche Zeit habe. Also die Montag-Mittwoch-Streams möchte ich gern so lassen. Mit Last Train Home. Ah, damit machen wir, glaube ich, die Tür auf. Auf dem anderen Turm. Aber vielleicht habe ich es ja mal an einem der anderen Wochentage. Dass ich da Zeit für habe. Das könnte klappen. Ah, guck mal, jetzt ist die Tür tatsächlich offen. Jetzt mal hier ein bisschen ab. Das hat super funktioniert. War natürlich exakt so geplant. Ich wollte direkt gleich nach unten. Wie Drehsprung kann nur Lara. Hab selbst noch nicht gespielt, aber glaub ja. Also brauchst du, glaube ich, ein Safe-Game. Irgendwo mitten in der Mitte Kampagne. In der Mitte der Kampagne, okay. Ja, mal gucken. Ich kann es ja mal, ich sag mal, offline ausprobieren. Ob das dann da auftaucht. Und dann könnte man das tatsächlich mal machen. Ich meine, grundsätzlich hätte ich schon Bock, das Ding nochmal komplett zu zocken. Aber das Thema hatten wir ja schon tausendmal im Stream. Dass mir da einfach leider echt die Zeit für fehlt. Ich würde ja auch gern öfter in der Woche streamen, aber dann schaffe ich wirklich privat einfach gar nichts mehr. Das ist das Problem. Das nimmt halt dann echt so viel Zeit in Anspruch. Sie beanspruchen Ihren Schutzengel in letzter Zeit aber auch ziemlich, oder? Ist ja schon gut, Wolf. Aber ich sagte doch, Sie sollen im Lager der Wächter bleiben. Was machen Sie dann hier? Ich sollte doch bei den Wachen bleiben. Als ich hörte, Sie würden dieses Trainingslager der Ventilopen angreifen, entschloss ich mich, Ihnen zu helfen. Sie wissen, dass ich das anders meinte. Das ist das zweite Mal, dass Sie einen Befehl missachten und mich in Schwierigkeiten gebracht haben. Das ist wirklich nicht fair, Slade. Ich wollte nur helfen. Nebraska drohte... Das ist Vergangenheit, Wolf. Daran wird sich sowieso niemand erinnern, wenn die Wächter nicht bald die Sonde finden. Ich wollte Sie nur wissen lassen, dass ich mit dem Ausgang der Anhörung nicht das Geringste zu tun hatte. Meine Mutter... Die Senatorin hat Sie nicht zum Lügen gezwungen, Marion. Und das wissen Sie. Sie wollten und konnten den Folgen nicht ins Auge sehen, die Ihr Verhalten gehabt hätte. Das stimmt nicht! Ach nein, warum haben Sie sich da nicht gegen Sie gewehrt? Ich weiß, Sie können das. Sie haben doch auch gegen Ihren Willen Journalismus studiert. Woher wissen Sie das? Ich kann lesen, Wolf. Der Artikel im Time-Magazin über Ihre einflussreiche Familie war sehr aufschlussreich. Ach, das Ding. Ja, genau. Und abermals bin ich es, der hinter Ihnen herräumt. Vielleicht interessiert Sie das ja nicht besonders, aber es gibt keine Nacht, in der ich nicht schweißgebadet aufwache und Nebraska vom Kran stürzen sehe. Sein Schrei scheint nicht enden zu wollen. Ich weiß sehr wohl, dass ich Mist gebaut habe. Ich habe denselben Traum, Wolf. Aber jetzt im Moment habe ich keine Zeit, den Babysitter zu spielen, während Sie sich zur Wiedergutmachung als Heldin probieren. Babysitter? Ich habe den Laden in die Luft gejagt, weil ich Ihnen helfen wollte. Danke. Und jetzt bewegen Sie Ihren Hintern zurück ins Lager. Vielleicht werden Sie ja eines Tages klüger, Slade. Ich habe gehört, sich dauerhaft wie ein Arschloch zu benehmen, ist nicht gut für den Cholesterinspiegel. Jetzt muss ich mich wohl geehrt fühlen. Nicht jeder kann behaupten, dass sich das ganze Universum gegen einen verschworen hat. Okay. Woody, bevor ich jetzt gerade eure Sachen noch vorlese und darauf antworte. Also nur für den Fall, dass ihr das nicht mehr auf dem Schirm habt. Man hat ja in der Intro-Sequenz gesehen, als Slade mit dem Hubschrauber zu diesem Labor gebracht wurde, da hat er diesen Traum, wo jemand aus dem Kran gestürzt ist. Und ja, die haben sich ja gerade darüber unterhalten, weil sie war früher in seiner Einheit. Das haben wir auch schon ja im Intro mitbekommen, dass sie sich von früher kennen. Und er hat ja eben auch schon in der vorherigen Sequenz gesagt, dass sie da eigentlich hätte nie sein dürfen und ihre Mutter Senatorin ist und das alles halt angeleiert hat. Und dieser Unfall, der da passiert ist mit dem Typ, der da vom Kran gestürzt ist, der war eben eigentlich ihre Schuld. Sie hat da missgebaut, den falschen Schalter da gedrückt und der Typ ist abgestürzt. Es wurde aber ihm, also Cutter Slade, in die Schuhe geschoben. Und darum ging das eben, das Ganze. Ich glaube, im Handbuch steht das auch nochmal ein bisschen ausführlicher, ebenso die Background-Geschichte. Deshalb erzähle ich das jetzt hier für euch nochmal, damit ihr das so ein bisschen zusammenfassen könnt für euch. Und ja, auch das fand ich halt ganz cool. Also, dass halt auch wirklich so eine Background-Geschichte ist, dass hier ein Konflikt zwischen den Charakteren herrscht, was ja auch immer recht wichtig ist, damit ein Spiel halt auch irgendwie packend ist. Das ist ja auch das, was CD Projekt Red halt so gut hinbekommt. Dass die Charaktere halt alle so Ecken und Kanten haben und ihre eigenen Beweggründe und Motivationen. Das ist ja, wie gesagt, das, was für mich halt die Witcher und die Cyberpunk-Spiele, das Cyberpunk-Spiel gibt ja bisher nur eins,
einfach so grandios machen und auch gerade die Witcher-Welt also fantastisch macht. Ja, das wollte ich nur mal kurz für euch so zusammenfassen. Das ist geil, das würde gefallen. Die anderen tollen Optionen kommen die nächsten Wochen, die nächsten ein, zwei Wochen mit dem nächsten Patch, denke ich. Okay, bei Jagged Alliance. Ah, das klingt spannend, ja. Komm selbst auch nicht zu, die Kampagne noch ein zweites Mal durchzuspielen. Ja, glaube ich. Ah, oh, ein weiterer Funfact von Kuckuck. Vielen Dank. Genau, man muss Geld ausgeben. Warte, ich muss sie mal hier kurz. Infogrames behandelt den Titel als eine Art Flaggschiff-Produktion, bewarb ihn weltweit mit vergleichsweise hohen finanziellen Aufwand, um den Mainstream-Markt zu erreichen. Marketingbudget betrug 3 Millionen US-Dollar. Neben Magazinwerbung, verschiedenen Titelgeschichten und Messeauftritten wurde unter anderem ein Trailer im Vorprogramm von Kinofilmen geschaltet. Das war für die damalige Zeit auch gerade vor Kinofilmen ein Trailer zu einem Computerspiel. Das war ja damals, wir hatten sowas damals gemacht und 3 Millionen Dollar in 98, 99 war ein Haufen Asche, nur für Marketing. Also, holy shit. Und in den USA haben die ein bisschen Scheiße gebaut, das steht immer noch in einem anderen Funfact. Da kann ich dann auch mal was zu erzählen. Wenn du magst, schau mal den Trailer von The Alters. Bin gespannt, was du davon hältst. Werde ich auf jeden Fall machen. Das werde ich auf jeden Fall machen, Leute. Mir den Trailer angucken. Ich habe gerade gespeichert, ne? Ich speichere jetzt nochmal. Passt nämlich eigentlich ganz gut. Ich hatte ja vorher schon mal gesagt, wir machen heute mal nicht ganz so lange. Was in dem Fall bedeutet, wir machen heute bis 6 und jetzt ist es 6. Machen wir mal einmal kurz so. Diesen hier. Ich beende einmal kurz das Spiel, dann bringe ich hier kurz noch meine Gedanken zu Ende. Was wollte ich eigentlich jetzt gerade noch sagen? Achso, ja, dass ich mir den Trailer anschauen werde und darüber berichten. Und ja, Jagged Alliance 3, wie gesagt, ich hätte echt Bock drauf. Vielleicht gucken wir uns dann das U-Bahn-Ding an. Vielleicht warten wir nochmal auf den nächsten Patch. Wenn dann noch mehr Sachen hinzukommen, dann lohnt es sich vielleicht erst richtig, sich das Ganze nochmal anzuschauen. Dass die beiden irgendwie miteinander zu tun hatten, das kam so jetzt mehr ans Licht. Ja, genau. Schau dir das Bit an zu 1.5.0. Ein paar tolle neue aktivierbare und deaktivierbare Optionen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Sehr gespannt. Populus Warmonger. Was kam von Infogrames noch? Was in den USA verhauen wurde. Oh, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Populus war sehr, sehr geil. Populus 3 war, glaube ich, der letzte Teil, ne? Der auch dann in 3D war, wo man auch wirklich die Landschaft mit seinen göttlichen Fähigkeiten beeinflussen konnte. Das war richtig geil. Also das war damals auch der Hammer einfach. Das wäre auch mal so ein Ding. Das hat auch schon 1000 Jahre nicht mehr gespielt. Ich weiß auch nicht, wie gut das heutzutage noch funktioniert. So, dann lass mich mal ganz kurz schauen. Ihr kennt das Spielchen. Ich gucke mal kurz, wen wir hier raiden können. Die Lara zockt wie gefühlt ganz Twitch momentan entschroudet. Das muss echt ein geiles Spiel sein. Ich habe es mir selbst noch gar nicht groß anschauen können. Da würde ich euch einmal rüberschmeißen. Ja, Leute. Morgen dann wie gehabt geht's mit Last Train Home weiter. Ja, Mittwoch ebenfalls. Ja, diese Woche ist noch alles okay. Und Sonntag eigentlich auch ganz normal wieder Outcast. Wird auch in Discord alles wieder wie gehabt gepostet. Dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Restabend, genau. Und guten Start in die Woche. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Oh, Moment, Google schaut noch gerade was. Ich habe heute noch vor dem Stream gedacht, oh, heute werde ich das konsequent betreiben in den Funfacts. Aber Bro, ich habe es vermasselt. Alles gut. Alles gut. Wir haben ja noch genug und wir haben noch ein bisschen Zeit im Spiel. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao.